Okay. Oh, das ist gut, was zu trinken, Alter. Boah, ich brauche noch einen Schluck, noch einen Schluck, noch einen Schluck. Herrlich. Servus, mein Lieber. Moin, Adidas. Hallo, du Schwein. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, mein Schwein. Du bist der Erste heute. Freue mich, dass du da bist. Kadir, French Connection. Ein pünktlicher Mann. Hat zwar eine französische Leitung, aber die schallert doch bis Deutschland ganz gut. Deswegen passt das natürlich. Freue mich, dass du da bist, French Connection. Moin. Sehr, sehr nice, dich zu sehen. Im Hintergrund hört man die Mikrowelle. Ich hoffe, hört man mehr so lange. Baxter. Hallo, Baxter. Baxter, da sehe ich ein Geschenk vor deinem Namen. Das gefällt mir doch. Moin, die drei Bemery. Moin, Erster. Weiß ich nicht, Digi. Da waren schon ein paar vor dir da. Moin, Bunzli. Moin, Chrisel. Moin, Kicker. Schon wieder Burger. Ja, ne, ich mache oft Burger in letzter Zeit. Ich weiß nicht warum. Tut mir vielleicht ein bisschen leid, aber ich muss sagen, ich mache gerne Burger. Ne? Und ich habe gestern kam ja eine Woche lang Burger und dann dachte ich mir, Digga, ich will euch nochmal meinen Lieblingsburger zeigen. Der ist einfach ganz geil. Ne? Und da dachte ich mir so, ja, warum nicht? Machen wir einen Kochstream. Ich hatte sehr Lust, nach langer Zeit mal wieder einen Kochstream zu machen. Und dann dachte ich mir, Digga, da machen wir mal einen Burger, ne? Keine Sorge, nächstes Mal kommen wir mehr Abwechslung. Eigentlich wollte ich auch eine Lasagne und sowas machen, aber ich wollte heute ein bisschen simpler, ein bisschen entspannter und einfach entspannt einen Burger machen. Wird ein leckerer Burger. Das ist mein Lieblingsburger, den ihr heute auf die Nase kriegt. Moin, Chrissy der Echte. Ich sehe einen Fettsack, aber einen Fettsack im Sakko. Oh. Oh, Moment, Moment. Oh. Hallo, Moment. Ja. Heute auch richtig gekleidet, ne? Richtig gekleidet für den Stream heute, ne? Moin, Bloodwork, schön dich zu sehen, Digga. Moin, good morning, moin, Zara. Endlich streamst du wieder, da kann ich mir einen auf dich runterholen. Ja, genau, das stream ich, Digga. Ich wünsche viel Spaß dabei, mein Guter. Pustekuchen, moin. Schon wieder Burger? Geht bei euch kein Social Media mehr? Ja, Leute, WhatsApp, Instagram, alles gefickt, ne? Twitch geht noch, TikTok geht noch, aber es ist ja beschissen, ne? Instagram, WhatsApp und Facebook und so ein Scheiß, die gehören ja alle zusammen. Gehört ja alles Mark Zuckerberg und wenn eins down ist, sind alle drei gefühlt down. Und WhatsApp geht nicht, Instagram geht nicht, Facebook nutzt eh keiner, deswegen ist egal, aber alles 30 Minuten. Fährst du zum Heart Attack Grill in den USA? Das in Las Vegas, muss sagen, Las Vegas wäre mal cool, einen Trip zu machen. Aber habe ich, also ich weiß noch nicht ganz genau, wenn das mit den 50.000 Likes wirklich klappt, dass sie dann, ich bin noch gespannt, wo wir denn fahren. Eigentlich wäre eigentlich Los Angeles eher, würde mich interessieren, statt Las Vegas, weil ich finde, Las Vegas ist zwar auch schon cool und hier und da, aber ich finde so Los Angeles und so hat viel, viel. Finde ich interessanter einfach eher. Machst du einen Whopper? Nein, 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 das ist nicht mein Lieblingsburger. Nein, 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 ich mache dir einen guten Burger. Einen Burger, den du, fette Sau, nicht vergisst. Die Webserver sind gerade offline. Ich frage mich ja, was da los ist, ne? Also alles ist irgendwie off, ne? Alles gefickt, aber was soll man machen? Er ist halt so. Grüße aus dem Urlaub. Ja, Grüße zurück. Moin. Moin, moin, moin. Moin, Nancy. Schön, dass ihr gesehen. Kommt, tanzt ihr heute in einen Stream? Nee, so spontan ist es nicht, aber ich habe heute zum ersten Mal mein Leben mit Tanzverbot geschrieben. Sehr, sehr lustig. Da wird vielleicht auf euch Fettsäcke irgendwas zukommen. Keine Ahnung, vielleicht bin ich mal ein. Also ich habe überlegt, vielleicht nächsten Monat nach Berlin zu fahren, weil ich da gerne ein Video drehen würde. Und Tanzverbot wohnt ja in Berlin. Und dann wäre das schon lustig. Der Tanzverbot und ich, Digga. Das wäre eine fette Kombination, die wahrscheinlich ganz cool für euch sein würde, ne? Du heißt nach Google Felix. What the fuck? Google ist eine Lüge. Doch, ich nutze Facebook. Nancy, wir machen mir Sorgen, Nancy. Wenn du Tipps zum USA West Coast brauchst, frag mich. Also da weiß ich noch nicht. Aber wenn ich frage, melde ich mich, mein Guter. Ich sehe einen dicken Jungen im Sakko im Schrank sitzen. Also ich sitze hier in keinem Schrank, ich sitze hier in der Küche. Mit einem. Nein, aber wirklich, das Sakko, falls dich interessiert, habe ich mir damals gekauft, ne? Wegen meinem Abiball. Nicht Abiball. Abiturzeugnis. Da brauchst du so einen Sakko. Da bin ich mit Jogginghose und. Nee, mit Jeans. Ja, musst du, ich will nicht lügen. Jeans und Sakko bin ich zum Ding gegangen und dann so mein Zeugnis empfangen. Und dann so. Abitur und dann so Abitur. Aber trotzdem, ich weiß nicht, ich habe heute angehabt wegen dem Video, weil ich in einem Video eine Szene gemacht habe. Ich dachte mir, für den Stream behalte ich es an, Leute. Das heißt, heute wird's. Moment, Moment. Heute wird's edel. Ich habe auch meine Hintertasche. Was habe ich hier für euch? Heute hier habe ich was für euch. Ich habe was für euch, Leute. Ich habe was für euch. Merkt's euch, ne? Teilt euch das gut ein. So, Baxter. Whopper. With the Chopper. Nö. Baxter, ich wollte fast ins Death Note schreiben. Noch nicht, noch nicht. Noch brauchen wir nicht ins Death Note. Ne? Aber kommt noch. Baxter, ne? Ein paar freie Sprüche noch haben würde ich da auch da drin. Ne? Baxter, so, Baxter, mein Guter. Du hast einen Fehler begangen. Und zwar hast du einen Resub hier gemacht. Baxter, Dankeschön. Baxter 01 mit 5 verlaufenden Monaten. Dankeschön. Aktuell im dritten. Oh, Digga, also 2 Monate voraus. Hallo. Aber danke, Baxter. Das ist doch super süß von dir. Dankeschön. Kriegst ein dickes Herz. Und eine 5 für deinen Namen. Küsse, danke, vielen Dank. Und Juhu. Julius und ein Strich TWN. Mit dem Stufe One-Hus. Digi, Dankeschön, Julius.
Oder Julius? Doch, Julius Reh geschrieben. Küsse, 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 Küsse. Tante, so sagte mal, er würde dich gern kennen. Das ist echt süß, ne? Also ich kann euch gar nicht, ich kann null einschätzen, wie Tanzverbot drauf ist. Jetzt mal so ehrlich. Natürlich ist Tanzverbot eine korrekte Socke und ich kenne Tanzverbot schon richtig lange. Aber, es kann, also guck mal, ich bin ein sehr eigener Mensch. Habt ihr auch vielleicht schon bemerkt, schon so ein bisschen komisch. Ich bin schon ein bisschen so, ich halt, ne? Und Tanzverbot ist auch einfach so ein bisschen so ein Weirdo, so vielleicht auch ein bisschen so ein Fettsack, finde ich aber geil. Weißt du, Fett, das Fett verbindet uns. Aber passen wir zusammen in Real Life? Wer weiß, wir treffen uns vielleicht im nächsten Monat und wenn es kacke ist, dann kacke, aber wenn es geil ist, nice, Digga, neuen Freund gewonnen, ist auch nice. Ich bin gespannt auf den Fettsack. Kann geil werden, kann aber auch richtig scheiße werden, weil wir beide, glaube ich, ein bisschen komisch sind. Aber wer weiß, ich bin gespannt, Digga. Julius, nochmal vielen, vielen lieben Dank, Digga, für deine Stufe One-Os und da haut jemand direkt einen Prime-Sub hinterher, um mich reich zu machen. Und zwar der Morishi YouTube. Vielen lieben Dank für den Prime. Küsst dich, ganz, ganz toll. Welcher Mensch kam jetzt auf die Idee, eine Tomate rot zu essen? Diese Menschen sind auch verwirrt, mein guter Mann. Tom Facing, ich habe keine Ahnung. Die Menschen, die Tomaten gerne roh essen, landen gerne in so einem Death Note. Und das wollt ihr ja nicht, ne? Genau, ne? Haben wir jetzt hier, ne? Haben wir kurz die Menschen hier mal rüber zu ihr gemacht. Der edle Stream. Heute. Der edle Stream. So, Wandar06 mit einem Prime. Danke. Küsse. Ganz viele Wandar. Dankeschön für deinen Prime, Digga. Vielen Dank. Oh, spawnt das bei ESN oder was los? Ui, man sieht da ESN im Hintergrund. Ui, nein. Ui, das ist ja kacke. Jetzt sieht man es im Hintergrund. Jetzt denken die, ich mache Werbung dafür. Nee, also ESN ist eine coole Fitnessmarke. Aber ich habe jetzt kein Sponsoring, leider. Aber die, ja. Ne, das sind nice Sachen, was soll ich sagen, Digga? Die sind jetzt mit darunter, was ich mache. Ne? Mit Unge ist er auch gut zurechtgekommen. Ja, muss ja nichts heißen, ne? Kann trotzdem mal gucken, wie es heißt, ne? Ich stimme mich zwar auch gut mit Unge, muss ja nicht heißen, mit anderen gut verstehe, ne? Aber mal gucken, bin gespannt. So, ihr Fettsäcke. Mhm. Okay, sehr geil. Dicke, dicke Subs eingejagt mit euch. Oh, noch der nächste Subs. Was machen wir heute? Heute gehen wir in einen Wald zusammen und dann zeige ich euch endlich meinen Schwanz. Also, ich weiß, ihr wartet schon lange, ne? Schon lange wartet ihr, ne? Aber jetzt. Ist es soweit. Heute kriegt ihr es endlich. So, ich fühle mich gehört an Death Note zu sein. Ich finde es komisch, dass du überhaupt noch lebst, Dark Knight. Das ist ein sehr komisches Ereignis. So, Lon, du Schwong, Lon XTV. Moin. Dankeschön für dein Prime, Digga. Vielen, vielen lieben Dank. Dein Prime wird eingesagt. Endlich. Nein, die Fettsäcke. Also, heute, guck mal, gestern habe ich ein Video gedreht. Ne? Eine Woche Burger. Kam ultra gut an. Küsse ganz viele dafür, Leute. Ich bin wirklich, hat mich sehr, sehr gefreut, ne? Einfach, dass ihr geglubscht habt, ne? Das freut mich auf jeden Fall. Und da habe ich einen Burger am 7. Tag gemacht, selber. Und der war geil, der war groß und der war nice. Aber das war nicht mein Lieblingsburger. Und ich dachte mir, ey, ganz ehrlich, ich hätte Bock, euch meinen, in Anführungszeichen, Selfmade-Lieblingsburger zu zeigen. Der ist nicht schnickschnack groß und ich werde jetzt nicht auf den Burger spritzen, so ist nicht. Aber es ist ein geiler Burger, ein simpler Burger und den werde ich euch zeigen und der ist nice. Darauf habe ich Bock heute zu machen. Ein bisschen kochen, ein bisschen im Sakko, auf edel angelehnt. Ein edles Schwein bin ich heute angelehnt. Moment, ich muss kurz einmal bei der Mikrowelle was umdrehen, weil, Moment, ich Vollidiot habe vergessen, das Hackfleisch für den Burger aufzutauen. Das ist immer noch kalt. Also jetzt ein bisschen weicher, aber das ist leider so hart noch, dass man daraus keine Burger machen kann. Deswegen habe ich es in die Mikrowelle getan. Da werden einige sagen, falsch und hier und da. Aber meine Mama meinte, Mikrowelle rein da, passt. Um ein bisschen aufzutauen, das Fleisch. So. Ich packe noch ein bisschen hier rein. Okay. Ich bin gespannt auf den Chat, Digga. Die Leute werden auch schreiben, so, oh, du Fettsack, das ist falsch. So macht man das nicht. So, Berti. 4 steht für Lifestyle, Berti. 4 steht für dein Geldbeutel. Berti, du fettes Ding, ich küsse dich doch. Berti, dankeschön, Digi, dankeschön, Berti. Ich küsse dich für 4 Monate und 1 Million Subs im Voraus. Ey, du bist wirklich ein absoluter Schneckenmeister. Kochmütze, Nenn mal ehrlich, Leute, Sakko und Kochmütze, ihr müsst entscheiden, ja oder nein. Beides oder nur Sakko? Ihr könnt gerne entscheiden im Chat hier, ihr könnt gerne entscheiden. So. Oh, Binar. Du hast nicht eine Woche Burger, hast du eine Burger und einen Brownie, du Schwein. Ey, ich habe den Brownie zugegeben, da habe ich nicht gelogen. Ich habe einen Brownie gegessen, habe ich gezeigt. Banane, schreib mich ins Death Note, please. Also ich finde es immer sehr schade, wenn Leute hier reinzappen und einfach sterben wollen. Aber gut, ne, ich muss den Leuten leider den Wunsch erfüllen. Und deswegen, Banane, es tut mir leid. Danke für dein Geld, danke für deinen Sub, aber du bist leider jetzt im Death Note. Und das war es jetzt für dich, ne? Ich würde mir Sorgen machen, Banane. Das war es leider für dich, ne? Aber danke für den Zapf, für dein Geld. Jemals hast du dein Geld noch gut investiert, bevor du halt von uns gegangen bist, ne? Deswegen Küsse. Ganz, ganz viele an dich. So, vielen Dank für den Zapf. So,
Benutzt du den SN Flavor Taste? Ja, derzeit schon. Derzeit benutze ich den SN. Ah, ich will halt nicht so. Ich weiß nicht. Ich kann mal. Also, das ist ja keine Werbung, ne? Aber ich sag, SN hat echt ganz nice Produkte. Ist wirklich eine coole Marke. So. Freust dich auf Amerika? Safe. Das einzige Problem ist, Amerika muss man geimpft sein. Ne? Wenn du in Amerika rein möchtest, musst du geimpft sein. Und ich bin auch nicht geimpft. Nicht, weil ich jetzt sage, oh, und hier und da. Ich darf mich halt noch, ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich mich richtig impfen lassen darf. Ich habe mich vor drei, also bevor ich ausgewandert bin, habe ich meiner Ärztin mich hingesetzt und gesagt, ey, wie sieht's denn aus hier und da? Und weil ich ja Krebs hatte, ich habe ja eine Vorerkrankung, Leute, ich bin vorbelastet, meinte meine Ärztin, und so. Und deswegen habe ich jetzt noch nicht impfen lassen, aber ich lasse mich vielleicht diese Woche vielleicht impfen, damit ich nach Amerika kann. Nein, auch einfach allgemein, ne? Sicherheitshalber einfach, weil wenn ich Corona kriegen würde, würde es vielleicht auch böse enden. Und da habe ich natürlich auch keinen Bock drauf, ne? So, was schreibt ihr? Beides! Mhm, ein paar Jahres, nur Sakko. Also, einige wollen natürlich nur den Geschäftsmann heute. Ich könnte natürlich was verkaufen, ne, hier in der Bank, aber einige sagen schon, einige wollen was. Instagram ist down auch bei mir, Digi. Mafi, das ist ganz normal, also bei jedem gerade. Okay, gut, ihr kriegt beides, ihr kriegt beides. Du bist der Beste. 30 Zentimeter, sag ich. Wurde fast überfahren und ich bin nicht mal im Death Note. Ja, Digga, Bonesy, du wurdest doch schon fast überfahren und willst noch ins Death Note. Also, was willst du noch heute erleben? Dass eine Frau mit dir noch schläft? Also das wird nicht heute passieren. Das wird heute nicht passieren. So. Zack, der kommt ab. So, Timeout, verschwinde. Okay. Nackt bitte. Ja, Twitch. Twitch wird darauf nicht klarkommen. Weißt, Twitch wird das sehen und sagen so, oh nein, das geht nicht. Tut mir leid, Leute. Beschwer dich nicht bei mir. Beschwer bei Twitch. Du bist am 7. Oktober live. Da ist mein Birthday. Am 7. Oktober, wir haben heute, könnte sein, ne, dass wir da dran sind. Heute sind wir live, morgen sind wir live und Donnerstag sind wir live, ihr Fettsack. Geht bei WhatsApp uns auch nicht? Nee. Also ich glaube, bei niemandem geht gerade WhatsApp und bei niemandem geht gerade Instagram. Ne? Also ich glaube, keiner von euch hat gerade Instagram oder keiner von euch hat gerade... Wenn jemand von euch gerade Instagram hat, Respekt oder WhatsApp, bei mir geht gar nichts. Ist so ein bisschen nervig, weil ich wollte heute ein Bild posten um 20 Uhr. Naja, Instagram war dagegen, Leute. Instagram war dagegen. Ne? Instagram wollte das Bild nicht sehen. Wird der Sushi irgendwann zurückkommen? Weiß ich nicht. Ich muss sagen, Merch habe ich ein bisschen auf Eis gelegt. Und weil ich da einfach nicht so krass, nicht mehr so richtig da, so gefühlt habe. Also mal gucken. Darf ich doch nicht versprechen, ne? Facebook, WhatsApp und Insta funktioniert nicht. Genau, ne? Sind alles dieselben, sind ja alles derselbe Konzern, deswegen. Was ist noch unwahrscheinlich, dass wir diesen Leben noch Aliens entdecken? Oder dass Stefanio die Lara durchnimmt? Also das Problem ist ja, Bekannter, ich weiß nicht mehr, wie... Ich glaube, sie ist die Lara, bin mir aber gar nicht mehr so sicher. Aber die Lara, ich werde die ja nie wieder in meinem Leben finden, ne? Also die Frau werde ich doch nie wieder finden, Digga. Was für ein Krebs hatte ich? Ich hatte Non-Hodgkin. Kannst du gerne googeln, ist in den Lymphdrüsen, also hier so. Deswegen habe ich auch zum Beispiel hier... Ich weiß nicht, ob man so in der Belichtung sieht, hier zum Beispiel eine Narbe, aber auch, habe ich auf der Seite? Ja, auf der Seite. Habe ich auch hier eine Narbe, weil hier mir sowas, weil mir hier ein Port zum Beispiel reingemacht worden ist. Aber Narben sind geil, deswegen, die Narben finde ich gar nicht so schlimm. Wollen wir mal einen auf Insta-Model runterholen? Ging nicht. Ging nicht? Bruder, die Welt ist böse, ne? Die Welt ist böse. Stell dir mal wirklich vor, die Pornoseiten würden nicht funktionieren, Alter. Was? Was wäre dann los, Leute? Ach, dann würden die Leute wirklich durchdrehen. Weißt du, die Leute sind ja gerade noch so, ja, okay, Instagram ist down, WhatsApp ist down, die Leute sind noch ruhig, ne? Aber stell dir mal vor, wirklich, eine Pornoseite wird abstürzen, Digga, dann die Leute drehen aber durch, ne? Dann werden die Leute aber richtig sauer. Warum funktioniert es denn nicht? War nicht da, keine Ahnung, ich bin kein Mitarbeiter bei Facebook, ich habe keine Ahnung. Also ich sehe aus wie ein Mitarbeiter bei Facebook, Moment, aber ich kann ihnen leider nicht weiterhelfen, Sir. Wie der eine YouTuber, der erst gestorben ist. Genau. Und ich weiß nicht, was Philipp hatte. Ich weiß nicht, ob er auch noch Hodgkin hatte, aber er hat, oder weiß ich gar nicht. Aber ja, das ist echt traurig gewesen, ne? Ivan, du bist der Beste. Küsse, Lenny. Ich bin nicht so der Grüße, aber ich küsse dich, Lenny. So. Narben können auch stärker zeigen. Ich warte gerade auch, dass es... Okay, Leute. Wie soll ich es erklären? Mein Hackfleisch. Mein Hackfleisch. Na, ich zeige euch mein Hackfleisch. Ich habe mein Hackfleisch in die Mikrowelle getan, weil es im Kühlschrank war die ganze Zeit. Im Tiefkühlfach. Tiefkühlfach. Und ich dachte, in der Mikrowelle wird es weich. Es wurde weich. Digga, es ist so eklig. Ach du Kacke. Moment, ich zeig's euch nochmal. Digga, daraus kann ich keine Burger mehr machen, Digga.
Ach, Digi. Ey, ehrlich jetzt, ich weiß nicht, was mit meiner Kochkarriere los ist. Ne, aber die wird nicht gefördert. Die wird nicht gefördert von niemandem. Keiner steht da. Zum Glück habe ich nochmal Hackfleisch, ne? Also so ist ja nicht. Ich habe nochmal Hackfleisch. Ach. Guck mal, das Problem ist, Leute, ich, Vollidiot, hab vergessen, Hackfleisch aufzutauen. Ne? Ich bin ein furchtbarer Streamer, ihr habt ja auch schon gemerkt, ne? Jetzt ist die Frage, wie tau ich Hackfleisch auf? Ich dachte in der Mikrowelle. Digga, das ist einfach durchgegart. Das ist nicht das Richtige, glaube ich. Mach ein Ei rein. Ey, Kurt Dixie, danke für den Tipp, Digga. Hau rein, Mann. Also, ihr Fettsack, es geht nochmal in heißem Wasser. Auf gar keinen Fall, oder? Warum nicht frisch? Ja, weil ich verkackt habe. Ich habe richtig verschissen, Brudi. Wasserbad, heißes Wasser. Ey, labert ihr gerade Scheiße oder nicht? Mit kaltem Wasser. Ey, kann man euch einfach vertrauen? Kann ich euch einfach mal vertrauen? Du musst das mit Wasser machen. Okay. Ihr sagt warmes Wasser, wisst ihr was? Ich vertraue. Ich vertraue jetzt blind in euren fetten Arsch. Okay, wenn ihr mich jetzt verarscht, dann wirklich, dann könnt ihr euch richtig ins Knie ficken. Ich hoffe, ihr verarscht mich nicht. Sonst bin ich echt ein bisschen sauer. So, ich habe natürlich keinen sauberen Topf hier, weil alles voll ist, weil die ganze fette Familie hier durchgehend am Essen ist, Alter. Moment, wir müssen hier kurz mal einen Topf finden. Och, das ist ja unfassbar, wirklich. Ah, hier. Perfekt. Also. Okay. Wirklich heißes Wasser. Du legst das Hack in einen Topf und dann in einen größeren Topf. Warum auch immer. Dann kleineren Topf. Digga, kleineren Topf, größeren Topf, kleineren Topf, größeren Topf. Digga. Mit Eis auftauen. Oh. Okay, Moment. Ich mache erstmal hier Wasser heiß. Ey, warte mal kurz jetzt hier. Moment. Ich habe eine richtig gute Idee. Wir packen es einfach in die Mikrowelle. Nein, ich habe eine Idee, Leute. Ich pack's nur einmal in die Mikrowelle. Das wird schon passen. Moment, dieses Wasser, ich weiß nicht, dieses Wasser hört sich irgendwie nicht gesund an. Alter, das ist ja voller Eis, Alter. Ach du Scheiße. Oh no. Also wirklich, ne? Mikrowelle explodiert. Das ist nicht passiert, ich hab's doch gar nicht Mikrowelle getan. Was geht? Wie wär's mit einem Tag? Ein Kochstream? Content für YouTube, Twitch und für uns selbst. Ich mache ja hier ständig Kochstreams, Digi. Bin jetzt gerade dabei, nur es läuft gerade nicht perfekt. Du musst, so, bestell dir uns einfach eine Pizza. Bestellen wir uns einfach eine Pizza. Nein, ich muss ehrlich, Leute, ich habe das Hackfleisch in die Mikrowelle getan. Hört mir bitte erstmal zu. Ich habe es in die Mikrowelle getan für 10 Minuten. Das Hackfleisch war perfekt, aber ich habe es nochmal umgedreht und nochmal 5 Minuten reingemacht und dann war es gefickt. Das heißt, ich pack's nur einmal 10 Minuten rein und fertig. Auftaufunktion in der Mikrowelle und easy. Ich hätte noch eine andere Funktion. Es gibt noch eine andere Variante. Moment. Eine andere Variante, das Hackfleisch aufzutauen. Moment, ich hole sie kurz. Hat man früher im Mittelalter gemacht. Man hat einfach einen ganz entspannten Föhn genommen, ne? Und hat dann das Hackfleisch so warm gemacht. Na, natürlich nicht, ihr Arschlöcher. Soll ich so einen Schuss hätte, Alter? Das war natürlich nur ein unfassbar schlechter Scherz. So, Auftaufunktion, let's go. So, piss einfach drauf. Ah, chillig. Genau so wird es klappen. Oh Mann. Okay, Leute, wird schon klappen. Ich habe jetzt gute Hoffnungen. Ich hab eine Auftaufunktion, das wird klappen. Okay, den Föhn kennt man. Ich habe den Föhn. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wollte zuerst einen Föhn holen, habe ich dann gefunden. Hast du Mario-Süppchen? Nee, Mario-Süppchen gibt es immer nur selten und das ist das Problem. Ne? Wenn Mario-Süppchen regelmäßig wäre, dann wäre es nichts Besonderes. Ne? Am Mikro geht auch, musst nur mal das Auftauen wegmachen und das reinstellen. Ja, ich habe eine Auftaufunktion in der Mikrowelle. Das wird schon klappen, Leute. Sonst stirbst du noch für das vollständige Auftauen von Hackfleisch im Kühlschrank. Musst du ca. 12 Stunden einplanen. Ah, Bruder, 12 Stunden einplanen, hallo. Das ist jetzt nicht gut gelaufen, ne?
Warm ist es nicht gut fürs Fleisch wegen Bakterien. Oh, Digga, das wird hier einfach wieder ein absolut Katastrophenstream. Aber ich freue mich, dass ihr am Start seid. Na, herzlich willkommen zu einem absoluten Katastrophenstream. So, optionale Nachricht. Xerox, dein Sub, den nehme ich mit natürlich. Ne? Xerox, 8 Monate. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön für deine 8 Monate, in denen du hier schon gefangen bist, Xerox. Vielen, vielen lieben Dank, mein Guter. Xerox P. Vielen Dank. Du bist so schwer wegen den Muskeln, nicht wegen Fett. Ja, Digi, ich weiß, aber das glauben meine Zuschauer, Mann. Meine Zuschauer denken halt immer, ich bin fett, aber eigentlich sind es immer meine schweren Muskeln. Was für Grafikkarte hat eine Mikrowelle? Was? Nein, es gibt wirklich so einen Auftaumodus in der Mikrowelle. Den habe ich jetzt genutzt. Hoffe ich. Ich hoffe, ne? Vielleicht aufs Hacks draufsetzen. Das kann auch klappen, ne? Aber es ist halt nicht so modern mehr, ne? Kannst du mal eine Woche nur Hähnchen mit Reis essen? Ja, Hähnchen mit Reis. Eine Woche lang. Wieso so schick angezogen? Naja, man kann es doch für die Schweine auch mal rausputzen. Wisst ihr, ihr putzt. Guck mal, ihr seid gerade vorm PC, vorm Handy, wie auch immer, und habt wahrscheinlich eine Boxershorts an. Eine gute Jogginghose, vielleicht eine Jeans, dann seid ihr echt verwirrt, ne? Aber ich habe mich schick gemacht für euch. Wisst ihr, kurze Hose plus Sakko. Ich meine, ich mache mich schick für euch, ne? Ich mache mich richtig schick hier für euch. Wie habt ihr euch angezogen? Was hast du gerade an? Ich hoffe, du hast was an. Ne? Ich sag ja nur. Hoodie. Ja, ein Pullover ist okay. Ach ja, die Süßigkeiten machen wir morgen weiter, Digi. Lucy. Morgen, morgen, morgen. Ich habe noch 2, 3 Sachen gefunden. Machen wir morgen. Wir haben gerade gar nichts an. Jeans, was für Boxershorts? Oh, Cargo-Pants. Nuggig. Oh, Boxershorts. Bei einem Sporthose, langes T-Shirt und Schuhe an. Warum hast du Schuhe zu Hause an, Digga? Jogginghosen und oben ohne, Baby. Ich bin gern nackig für dich. Okay. So, Hackfleisch-Check. Moment. Ja, das sieht alles noch sehr menschlich aus. Obwohl, die eine Ecke da gefällt mir gar nicht. Gar nicht. Oh, Digga, wir bestellen eine Pizza. Ja. Hä, wir bestellen eine Pizza. Ich bestelle eine Pizza, Digga. Ich bestelle eine Pizza für heute. Ja, ich bestelle eine Pizza. Es ist vorbei. Ich bestelle eine Pizza, es ist scheißegal. Ehrlich, das wird nichts mehr. Ich habe kein Hackfleisch mehr und es ist vorbei. Ich hätte auf euch hören sollen, es tut mir leid. Ich war einfach ignorant und ein Arschloch. Ich hätte auf euch hören sollen. Hätte ich doch einfach nur eine Pizza bestellt. Ne? Also, nee. Ich will es euch gar nicht zeigen wieder. Ich will es euch nicht zeigen. Ich habe keinen Bock, euch zu zeigen. Es ist schon wieder geschissen, ne? Es ist einfach wieder geschissen. Och, Mann. Ich wollte euch so einen leckeren Burger machen, ne? Was mache ich jetzt, ne? Ich habe diese Gorillas und so ganze Scheiße, habe ich alles nicht, ne? Ah, das ist ja alles gefickt. Das ist ja halt wirklich alles richtig gefickt. Was mache ich jetzt? Ich habe kein Hackfleisch mehr. Okay, was tue ich jetzt? Ich überlege gerade, ich habe halt richtig so einen Gedanken, muss ich überlegen. Nein, das ist halt einfach scheiße. So, das soll einfach gut aussehen. Ich überlege, stabiler Kochstream, Bro. Ich hab's verdient. Okay, wisst ihr was? Ich frag kurz meinen Vater, ob er Fleisch kaufen geht. Ich muss meinen Vater fragen, Moment. Ich frag kurz meinen Vater. Oh nein, Moment, da kommt noch Geld rein. Dreckiger Dan? Nein. Okay, Moment, erstmal kurz Dreckiger Dan abspeisen hier. Dreckiger Dan. Mein Gute, mit 3 Cent. Kauf selber, Digga. Ach, Bruder, ich bin gerade ein bisschen am Screamen, ne? Ist ein bisschen schwer, ne? So, oh, Digga, ich kann nicht nach oben scrollen. Breaker Dan, dankeschön, deine 3 Subs. Küsse. So. Das Ding ist, mein Vater hat gerade Zeit. Er ist gerade nur vom PC. Ich weiß, er gerade nur chillt vom PC. Wisst ihr, er hat gerade die Zeit, um kurz einkaufen zu gehen. Deswegen, ich könnte jetzt meinen Vater fragen. Aber was tue ich denn jetzt? Ich bin selber gerade so verwirrt, ne? Ich bin wirklich ein unfassbar beschissener Streamer. Okay. Was tue ich jetzt? Ich überlege. Auch so den Steffen aus. Ich frage meinen Vater, was soll ich machen? Ich gehe jetzt meinen Vater fragen. Tut mir leid, Leute, ich muss jetzt mal meinen Vater fragen. Yeah.
Maske nicht vergessen. Weil ich, soll ich Verpackung mitgeben? Genau. Ja? Nein, nein, Biohack ist das. Bio-Rinderhack. Auf какой Theke? Der Fleischtheke da. Die Fleischtheke, ne? Du weißt doch, wo der, da bei diesem Eis da? Nicht bei Eis? Du hast schon Hackfleisch gekauft. Ja, другой, я дешевый. Ja, aber kauf das gut. Ich will keine, kein Tierleid verlieren. Ach so, von früher. Хороший, ja, das wird. Okay, danke, aber. Сейчас, подожди, я... Ja, macht keinen Stress, macht keinen Stress. Ich mach hier weiter. Ja, klingel, klingel einfach. Ich mach die Tür auf. Ja, ja, klingel einfach, ich mach die Tür dann auf. Okay. Oh, Moment, ihr seid ja viel zu hoch. Wow, 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 Moment. Moment, machen wir euch jetzt mal runter, da wo ihr hingehört. So, ihr Fettsäcke, dann geht mein Vater auf ganz süß kurz für uns einkaufen. Und dann kann ich in Ruhe kurz noch, machen wir kurz eine Reaction, so einen Scheiß, und dann kriegen wir ein Sackfleisch, dann geht's weiter. Aber sehr... So, Grunz, Grunz. Jakob. Lass ihn gut schmecken. Ja. Ach, Quatsch. So, vielen Dank, Papa, dass du es machst. So. Hallo, ihr müsst, das ist einfach nett von ihm. Sehr, sehr Maus. Ich bin sehr, sehr, sehr dankbar. Sehr, sehr dankbar dafür, Leute. Weil, guck mal, ich muss mit euch streamen hier, weil ich kann auch nicht einfach jetzt weggehen. So, wisst ihr, ist so entspannt, weißt du? Hast du neue Bescheuer für die Tür bestellt? Ja, ist bestellt, aber dauert irgendwie noch ewig, Alter. Zeig uns das Fleisch in der Mikrowelle. Nein, ich möchte nicht. Ich weiß nicht, wollt ihr doch... Nein, ich will es euch ja nicht zeigen. Kann es sein, dass du Max heißt? Da schon, weil ich im Video erwähnt habe, darauf Max gesagt hat. Nee, Max heißt, wie ist er nochmal? Max, der Koch, kennst du doch bestimmt. Max Ketchup wegen Tomaten und so. Das ist was ganz anderes, Digi. Das ist was ganz anderes. Ketchup und Tomaten, das muss man nochmal unterscheiden. Ja, ich bin meinem Vater auch nochmal dankbar, Leute, ne? Also, gebt mir das bitte nicht übel, ne? Nimmt mir das nicht, ja, ihr müsst kein Mitleid mit meinem Vater haben, sondern ich bin dankbar meinem Vater, dass er zu mir geht, weißt du, auf korrekt, auf richtig korrekt. Wann kommt die Reaction auf die Wand? Ach, Digga, auf eine Reaction auf diesen Müll werde ich niemals machen, das kann ich dir, möchte leider enttäuschen, ne? Crime Crafter, ja, Ivanio heißt Ferdinand, das weiß doch jeder. Kauft er bei Norma ein, aber ich hoffe nicht, er ist jetzt losgegangen, Leute. Nicht, dass ihr es falsch versteht, ne, Leute, ich bin meinem Vater unfassbar dankbar, dass er gerade für mich kurz einkaufen geht. Mein Vater ist halt einfach Supporter, so weißt du? Supporter an Tag 1. Und deswegen ist doch korrekt, dass er geht. Guck mal, ich kann ja nicht den Stream einfach kurz jetzt 15 Minuten auslassen oder so, weißt du? Ich will ja, mein Vater, das ist ja korrekt, dass mein Vater das kurz macht, weil er hat ja eh gerade Zeit. Und deswegen fühle ich es euch entspannt, weißt du? Er kann auch kurz entspannt rausgehen, geht vielleicht noch einen rauchen oder sowas. Deswegen, ja. Wenn gleich Norma auf den Hack steht, dann drehe ich durch. Ey, wenn der Norma steht, wäre ich sehr, sehr sauer. Er ist echt super süß für meinen Vater. Ich zeige euch kurz noch das Hackfleisch, damit ihr noch zufrieden seid, weil ich weiß, ihr geilt euch doch richtig auf. So, Moment. Digga, das Hackfleisch sieht so eklig blutig aus, ne? Moment. Kamera 2. Und das Problem ist, das Hackfleisch ist halt an den Seiten schon aufgetaut wieder und wieder braun. Und daraus kann ich keine richtig leckeren Buletten mehr machen. Außerdem, dieser rote Saft ist echt fucking widerlich. Aber das geht noch. Nee, Digi. Für die Burger, die ich vorhab, geht das leider nicht. Ja, das Hackfleisch richtig verschissen. Das geht noch vielleicht für Nudeln oder sonst was. Aber das war alles halt gefickt, Digga. Das ist halt immer gefickt. Das geht das Geilste. Das will ich ja nicht sagen. So, hallo Chat, moin Daimler. Das geht noch safe. Na, nicht für das, was ich machen möchte. Das Ding, das Hackfleisch kann man easy noch verwerten für eine Bolognese oder lecker Nudeln oder so, aber nicht für das, was ich vorhab, Digga. Ich möchte meine Smashburger machen und da kann ich kein fertiges Fleisch nehmen, weißt du? Das ist gefickt. Ja, aber ist okay, weißt du, ist okay. Aber, wisst ihr was, Leute, mein Vater braucht ungefähr so 10, 15 Minuten. In der Zeit, Fertigfuchs-Mini-Würstchen, in der Zeit würde ich super gerne mit euch einfach eine Reaction angucken. Überbrückt mir ein bisschen die Zeit mit einer Reaction, okay? Warte, ich biete euch zwei Sachen an, okay? Wollt ihr entweder der größte Döner Deutschlands oder der teuerste Döner Deutschlands? Was wollen wir jetzt eher angucken? Ihr entscheidet, ihr fetten Schweine hier im Chat. Käsetoast hat Fremdo234 ein Sub geschenkt. Hallo Käsetoast. Du alter Charmeur. Moment. Death Note weg. Zack, hier hin. Das Ding ist halt, ich streame auch in der Küche aber nur mit einem Monitor. Mal gucken, wie ich das mache gleich bei der Reaction dann. Käsetoast kommt mal schön rein. Aber Käsetoast hat er ordentlich schon weggeschenkt, Alter. Käsetoast, Küsse. Ganz viele Käsetoast. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. So, wo ist der Chat? Hier ist der Chat. So, größter. Ui. Teuerst schreiben auch einige. Falls sich jemand interessiert, der teuerste Döner Deutschlands ist mittlerweile gar nicht mehr das Adlon Hotel, sondern der in Bayern. Größte. Big. Okay, viele schreiben Döner, Digga.
Viele schreiben echt der größte. Das Ding ist, ich weiß nicht, ob es wirklich der größte ist. Mal gucken, wir machen einen kleinen Fake-Check jetzt, ob es da wirklich der größte Döner Deutschlands ist. Das habe ich bei Ozujan. Oh, Digga, ey, bitte, ey, alle Türken, hasst mich nicht. Wie spricht man diesen Namen aus? Warte. Urusbuk, nein. Oh mein Gott, mein Türkisch ist eingerostet. Oh mein Gott, mein Türkisch ist so schlecht. Aber wie spricht man diesen Namen aus? Der ist halt von John Broke, der Kollege, das weiß ich. Er heißt Orgushan. Oh mein Gott, wie schlecht war das gesagt. Bitte beachtet das einmal nicht. Denkt, tut einfach so, ob ich es gut gemacht hätte. Heilige Mutter, meine Scheiße. Ich kann es wirklich nicht aussprechen. Oh mein Gott, warte kurz, ich brauche gerade Hilfe. Warte, ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe von Google. Ich brauche Hilfe von Google-Übersetzer. Google-Übersetzer. Eingabe. Nein, nicht die Abonnentenzahl. Mit ohne. Und das Live. Orucan. Noch einmal, mal türkisch, damit sie auch perfekt kann. Osan. Osan, oh mein Gott, Osan. August, was hab ich da gelabert für eine Scheiße? Osan. Ah, okay, haben wir. Naja, der größte Döner Deutschlands. So sieht das Thumbnail aus. Moment. So, wir haben jetzt das Video schon geklickt. Deswegen hier. Ob es wirklich der größte ist? Boah, ich glaube, ich habe schon mal einen größeren gesehen. Aber, mal gucken. Vielleicht hat er, ist es irgendwie so ein Restaurantcamp, das er mit wirbt. Deswegen mal schauen, was passiert, ihr fetten, dicken Dinger. So. Ja, Osan. Ach genau, Osan. Ja, Ozean. Ozean. Ja, tut mir leid, ihr Fettsäcke. Ich bin wirklich noch neu. Ich bin neu im Namen-Aussprechen-Business. Freunde, willkommen im Stream und im Video zugleich. Warte, wo ist meine Kamera eigentlich? Warte, die muss mal besser angepasst werden, meine Kamera. Ah, fuck. So, Moment, ihr Fettsäcke, gleich habe ich euch. Ja, jetzt seht ihr mich doch gut, ne? Perfekt. Heute sind wir in Dortmund, in NRW, und probieren einen XXL Jumbo-Döner, Digga. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie der schmecken wird. Wir sind in Dortmund-Hukade. Dortmund-Hukade XXL-Döner. Ich habe auch schon XXL-Düdüms gegessen, die auch schon so lang waren. Ich hatte mal einen riesigen Döner, das kann ich mal kurz sagen. Mal gucken, ob sein Döner größer als meiner ist. Döner Evanyo XXL, vielleicht kennt ihr das Video, ist auch schon etwas älter. Boah, das hat, Digga, what the fuck, viele Aufrufe hat das Video bitte. Der war so groß. Warte, ich zeige ihn euch kurz. Das war wirklich ein XXL-Döner. Zeig mal die fette Scheiße. Da würde man schon mal gerne reinbeißen, ne? Alter, der war so, warte, ich will euch ein gutes Bild davon zeigen. Das lag gerade ein bisschen, ich hoffe nicht zu doll. Okay, let's go, Leute. So, der war schon, der war schon wirklich sehr groß, der Döner. Also er war wirklich nicht klein. Mal gucken, ob seiner größer ist. Also ich hatte schon echt einen Baba-Döner, Alter. Deiner ist größer, safe. Bin gespannt. Also der Döner, den habe ich lustigerweise in einem Dorf gegessen. Der Laden hieß, ich probiere es zu erkennen, Starrenkebab. Falls ihr da irgendwo in der Nähe wohnt. Nee, in der Nähe Stuttgart gewesen. Ah, sorry, müsst ihr hören. So, ich mache hier Vollbild. Let's go. Der Laden heißt Abant Döner. Abant Grill, sorry. Mit am Start heute, Sezgin. Sezgin. Fenerbahçe. Hallöchen. Was geht's dir so? Ich grüße alle, die an mich geblockt haben. Und am Start offen. Ja, wilde Boys, ich will aber den Döner sehen. Zeig mir, wie Döner gemacht wird. In unserem Laden ist alles. Döner auch. Das ist der Spieß. Hähnchenspieß, ne, Alabi? Ja. Weil ich schade finde, dass ich kein Türkisch kann. Oder dass ich einfach nicht mal ein bisschen türkisch aussehe. Weißt du, wenn ich in so einen Dönerladen gehen würde und würde sagen, und ich sprich Türkisch. Ich so, Abi, ich schwöre, ich würde die leckersten Döner der Welt kriegen. Aber leider bin ich ein kleiner Pisser, komme in den Laden und sage, ein Döner bitte, und dann kriege ich gar nichts. Pute gemischt. Hähnchen, Pute gemischt. Seit 26 Jahren machen wir alles selber. Boah, das ist wild, Digga, wenn das wirklich wahr ist und kein Fake. Pute und Hähnchen gemischt, 26 Jahre. Obwohl wir heute Burger machen, habe ich jetzt schon Bock auf einen Döner. Also Hähnchen, Pute gemischt habe ich auch noch nie so gegessen, ja? Kennt man nur Hähnchen? Migration. Wir machen das seit 26 Jahren selber. Ich bin gespannt, Bro. Ich bin gespannt. Hier. Boah, ein bisschen Dönerfleisch kann man mitnehmen, ne? Ich muss ab und zu mal in den Chat gucken, Leute, was ich so reinschreibe. Du bist voll deutsch. Hey, was ist eine Beleidigung? Du bist unser Deutsch. Also eigentlich an sich, Leute, bin ich ja Russe. Ne? Also ich bin nicht halb Russe, halb Ukrainer, aber ich schwöre es euch, Leute, ich wäre so gerne sprachgewandt, also Real Talk, so richtig gut sprachgewandt, also sprich, dass ich irgendwie das mal so richtig plötzlich türkisch könnte oder, ne? Digga, ich kann ja nicht mal richtig Russisch, wisst ihr, das wäre so krass, so Abi, Chuck Güzel, so, und dann so machen, das wäre krass. Oh, ah, Papa, vielen, vielen lieben Dank. Juhu, ist ja nice, Dankeschön. Ja, Herr Fleisch. Wild, haben wir. Vielen, vielen lieben Dank, Papa. Geil, jetzt können wir gleich Burger machen, aber wir reagieren ja zu Ende auf das Video, ne, damit das zu Ende jetzt machen.
Glaubst du, die machen Döner selber? Mal gucken, warte kurz. Ich zeige euch mal kurz im Stream den Dönerspieß. Ne? Und ihr schreibt in den Chat, ist der selber gemacht oder nicht? Ich kann es nicht sagen. Moment, ich zeige es nochmal kurz. Hier selber gemacht, ich habe es verstanden. Würdet ihr sagen, der ist selber gemacht, ja oder nein? Schreibt es mal super gerne in den Chat. Ich muss zugeben, er sieht schon ein bisschen aus wie jeder andere Spieß, aber warum soll der Besitzer lügen? So denke ich mir. Was sagt ihr so im Chat? Panis, oh, safe, wenn er so flext. Ja, ich finde, er flext auch schon sehr. Also dreimal mittlerweile schon gesagt, yo, das ist ein eigener Spieß. Ich hoffe, er belügt uns nicht, ne? Wäre schade, wenn er uns anlügt. Käsetaurus hat irgendwas gefragt, hab die Frage da nicht gesehen, weil gerade wenn ich habe nur einen Monitor gerade, deswegen kann ich hier auf den Chat irgendwie so leicht gucken. Kriege ich mal einen Anruf, wenn ich 21 Euro donate. Käsetoast, das hat gar nichts mit dem Geld zu tun. Ich bin einfach nur ein Arschloch. Nein, ich habe wirklich verkackt, Käsetoast. Ich habe halt leider auch gerade kein anderes Handy dabei. Mein anderes Handy ist in Madeira, mit dem ich es eigentlich machen wollte. Also nimm das nicht böse, Käsetoast. Also behalt dein Geld, alles gut. Nimm es bitte nicht böse, Digi. Nein. Sie schreiben nein. Krass, ich habe gar kein Vertrauen in diesen Mann, ne? Habt ihr kein Vertrauen in dieses Gesicht? Kein einziges Vertrauen in diesen Mann? 26 Jahre macht er Döner und keiner von euch vertraut ihm, oder was? So, Moment. Ich habe gerade einen Sub bekommen, den schreibe ich ganz kurz noch ins Buch rein und dann gucken wir weiter, Leute. So, nein, es kommen so nur Neins rein. Wann kommt wieder was mit Marius? Wäre sehr nice, also Marius mal wieder was zu machen. Der hat mir lustigerweise auch vor kurzem angeschrieben. Ich würde gerne Marius was machen, aber der ist jetzt gerade auf Ibiza, lustigerweise. Mal gucken, ne? Der wohnt ja in Hamburg. Levon der Sporthalle? Levon der... Was? Suchst du noch einen Volleyballverein? Kannst du uns kommen? Ey, das ist ja wild. Ich hätte Bock. Aber was ich an Vereinen immer so gehasst habe, ne? Vereine sind immer so, also Levon, küsse ganz, ganz viel in deine Richtung. Ich würde dein Po küssen, auch beim Volleyball. Naja, vielen lieben Dank, dass du mir deinen Zap gegeben hast. Aber was ich immer so kacke bei einem Verein fand, vielleicht fühlt ihr das, ich finde Vereine ein bisschen kacke, weil es ist immer so eine Struktur, wisst ihr, es ist so Dienstag, Donnerstag Training, Wochenende Spiel. Und Digga, ich will einfach hingehen, wann ich Lust habe. Aber ich verstehe das natürlich, ne? Ein Verein hat auch Struktur und hier und da, aber immer dieses Dienstag, Donnerstag, ist Wochenende spielen. Dann immer so. Ich habe ja im Handballverein gespielt, lustigerweise. Und da war das genauso. Montag, Dienstag haben wir immer Training gehabt, 2 Stunden und am Wochenende immer Spiel irgendwie im Nichts irgendwo in Schleswig-Holstein. So. Und ich weiß, habe mich immer über abgefuckt. Levon der Sporthalle, küsst dir nochmal. Vielen, vielen Dank. Flanierende Tomaten, das ist Pflicht. Das ist so Pflicht, das ist nervig. Fühlt sich an wie Schule, ne? Sie ist so schick draus. Dein Kumpel Jan war bei uns. Ja, dann weiß ich ganz genau, welchen Verein das ist, Levon. Nein, der heißt nicht Levon. Du hast Leo von der Sporthalle. Dann meinst du, ich will nicht im Chat jetzt hier sagen, ne? Nicht, dass du aufgelauert wirst. Aber ich weiß, wo du meinst. Ja, cool. Wenn ich mal wieder da bin, warum nicht, ne? Ivan ist nicht böse, Mann, aber warum sind deine Haare so fettig? Ich dusche nicht. Ich finde Duschen irgendwie widerlich. Ich esse meine Haare immer auf, aber irgendwie werden sie nicht weniger fettig. Naja, gucken wir weiter. Ah, Moment, ich mach mal kurz größer. Ich bin gespannt, Bro. Ich bin gespannt. Hier. Das sieht saftig aus, Bro. Das sieht sehr saftig aus. Das ist schon gut. Warte, ich hoffe, meine Kamera sieht davor. Ich habe ja nur einen Monitor gerade, deswegen sorry, Leute. Aber saftig, sieht schon groß aus. Groß, ja. Also so im Vergleich so. Diesen Brot also, gibt's auch nirgends, oder? Das. Ja, das ist halt. Ich will nicht sagen, der Typ ist halt anscheinend richtig überzeugt von sich selber, das finde ich auch schön und gut. Aber der größte Döner, ich will jetzt hier kein Arschloch sein, aber ich hatte, glaube ich, ein etwas größere Döner. Aber nur so ein bisschen, ne? Achso, Brot macht ihr auch selber, ne? Ja, sicher, wir machen das selber. Das ganz normale Brot, was schon sehr groß ist, das ist noch. Und das. Hallo, was leckt denn das so rum? Ist das bei mir oder bei ihm? Das ist der Jumbo. Ich wusste gar nicht, dass ich bei DSDS auf türkische Version jetzt bin. Okay, mal gucken, wie es weitergeht. Leider kriegst du keinen Zettel von mir. Das Monster ist fertig. So, aber darfst du ein Foto mit dir machen? Ja, natürlich kannst du ein Foto mit mir machen. Oh, wild. Okay, hier, keine Fotos, ich will essen. Jo? Okay, Bruder, ey, das ist doch nicht mal annähernd der größte Döner Deutschlands. Also, ja, das sieht gut aus, Bruder. Das, also, ey, warum sind da so viele Tomaten drin? Das ist der ganz normale? Das normale. Ja. Oh, jetzt bin ich auch ein bisschen enttäuscht. Das ist ganz sicher nicht der größte Döner Deutschlands. Ist gar schon groß, Fall. Alter. Okay, jetzt nehme ich zurück. Der sieht doch schon groß aus der Perspektive. Alter, das sieht aus wie so ein Hai, Alter. Das sieht aus wie so ein U-Boot in der Hand. Das ist schon groß, Alter. Das ist schon ein Oschi, Alter. Nicht klein. Okay, ich gebe es zu. Ich habe scheiße gelabert. Ist doch größer als gedacht. Wahrscheinlich Verwandter von dir, ja, das weiß nicht. Der übertreibt schon echt, aber hoffentlich schmeckt der Döner da, ne? Ey, ich weiß halt nicht, ob der. Also, ich muss echt sagen,
Ich meiner Meinung nach, ihr könnt gerne in den Chat schreiben, ist meiner größer oder ist seiner größer? Genau, können wir kurz reinschreiben. Ich würde sagen, seiner ist auch schon sehr groß, aber ich finde meinen größer. Also größer Deutschlands vielleicht ein bisschen übertrieben im Titel, aber ist in Ordnung. Aber gerade war ich sehr überrascht, weil der sah voll, guck mal, hier sah er ehrlich klein aus so. Ich dachte so, aber hier dann, Digga. Bruder, das ist ein richtiger Oktopus, den er da hat, Digga. Aber ich glaube, meiner war da auch schon ein bisschen größer. Dein Schwanz ist größer. Nee, das ist eine Lüge, der ist sehr, sehr klein. So, 1, 2, 3, 4, 5. Moin, Sarah. Hallo, wo kommen denn die Mäuse so angeflattert? Vielen lieben Dank für 501 Bitzchen. Und nochmal 200 Bitzchen von Dotso. Dotso, du Schnecke, vielen lieben Dank. Aber Romarus hat einen größeren Dünner gemacht. Glaube ich auch, da habe ich auch was auf TikTok mitbekommen. Der übertreibt schon echt, aber... Wie fett bist du, Killerschwein? Ist sehr dick. Küsse, Jana. Vielen lieben Dank für das Kompliment. Wahrscheinlich der größte der Welt. Ich habe einen riesen Hunger. Ja, jetzt wird es nicht besser, ne? Also jetzt wird es besser. Deiner. Ja, ich glaube auch meiner, ohne zu sagen. Wieso hast du einen Anzug an? Turbinator. Die Frage ist ja, wieso hast du keinen Anzug an? Ist schon ein Oschi, Alter. Das ist groß, oder? Krass, Bruder, das ist krass. Hand, das ist so groß wie dein Oberkörper fast. Ich schwör's dir. Man sieht deine Schultern nicht, Bruder. Bruder, ich halt mal so ein bisschen also an mein Gesicht, Bro. Der ist echt fucking riesig. Stell dir vor, der kostet nur 3,50 oder so. Der Preis wäre super interessant gewesen. Guck mal, man sieht seine Schultern nicht, Bruder. Der ist wenn schon so groß, Digga. Ich versuche jetzt gegen ihn zu kämpfen. Ich brauche ein bisschen scharf auf jeden Fall. Ich versuche jetzt gegen ihn zu kämpfen, Digga. Komm. Okay. Hau rein, Bruder. Geil, er macht scharf auf seinem Döner. Mögt ihr scharf auf eurem Döner, ihr Fettsäcke? Also, sofort ehrliche Meinung im Chat. Nee, scharf auf dem Döner ist... Ist es Pflichtveranstaltung? Also, es ist nicht scheiße. Also, doch, scharf, finde ich, ist schon ein bisschen Pflicht. Also, kommt drauf an. Ist hier doch richtig. Es gibt so Leute, die übertreiben richtig mit scharf. Sowieso. Aber ich finde scharf schon sehr geil auf dem Döner. Weil wir normal sind. Ragni, weil du dick bist. Kannst du auf meine Reaktion geben? Ich bin nicht so der Grüße und Gratuliere, aber ich küsse dann Attila. Der Attila, ich hoffe, er wird heute den Stream hier schauen. Ich habe keinen an, weil ich im Bett bin. Ja, Turbinator, im Bett trage ich auch Anzug, ne? Sag mal nur so, ne? Wie sollen wissen, wie groß die deiner ist? Du zeigst uns ja nie. Ja, darf ich ja nicht Doppelpünktchen Teddy. 20 Euro mindestens. Weiß ich nicht, ne? Ja, ohne Scheiß, dieser Döner hier, der hat, glaube ich, auch nur 15 Euro gekostet oder so. Der war auch nicht so teuer. Und das Brot war auch selbst gemacht, alles Mögliche. Und der ist gefühlt noch mal einen Kopf größer als der, so, weißt du? Pff, am Ende, Digga, ich schätze mal jetzt, ganz, er hat den Dönerladen gezeigt, er hat mit diesem Mann hier ein bisschen gesungen, das ist sein, damit abgemacht, der kriegt wahrscheinlich die Döner umsonst, ist ja auch vollkommen in Ordnung, aber der Preis ist ja trotzdem für mich einfach mal interessant gewesen, weil mich sowas interessiert. So, was schreibt ihr? Ja, immer extra scharf. Boah, dann bist du aber extra eine Sau hier, Samuronio, ne? Naja, eher nicht so. Scharf ist kacke. Kenn aber genug Leute, die scharf auch scheiße finden, ne? Nee, aber würzig. Nee, macht Geschmack weg. Na, das finde ich gar nicht. Ich finde, scharf gibt sogar Geschmack noch dazu. Aber ich weiß, was du meinst, jetzt überschärft ist, ne? 90 Minuten von Matt Stoney. Alter, Matt Stoney würde 2 Minuten dafür brauchen. Nicht mal. So ein bisschen scharfes Baba, aber viel kannst du doch gar nicht mehr genießen. Ja, wenn es zu doll ist halt, ne? Manche Leute wollen ja wirklich sterben am scharf sein. Ich muss immer mit scharf übertreiben und selbst dann ist es nicht scharf genug. Ja, Regan, hast du aber ein Problem. Dann hast du aber ein ordentliches Problem. Nein, ich finde scharf auch geil, aber ich hasse es auch. Manchmal übertreibe ich aber auch ein bisschen. Auf den hätte ich mehr Bock. Mhm. Dein Dünner ist runder, dein Dünner ist eher breiter. Ja, ist gute Analyse. Okay, möchtest du ein Kind mir zeugen? Moment. Oh, schon so spät. Ah. Auf die Frage kann ich ja nicht antworten. Gucken wir weiter, wie er ihn aufisst. Oder wo fängt man so einen Döner an, Alter? Ich würde von der Seite anfangen, glaube ich. Ich versuche einfach hier. Ja, genau, die gute Taktik von der Seite, von außen. Boah, Bruder. Ja, noch keine Geschmacksprobe, erst ein bisschen essen. Boah, das Brot ist geil. Boah, das Brot ist geil, Alter. Ja, mega. Ich liebe es auch, wenn Dönermänner Brot ihr selber machen. Das ist übernice. Dieses Standard-Dönerbrot ist natürlich nicht schlecht, aber dieses selbstgemachte Brot. Oh ja, die Bisschen sind dick. Der sieht auch saftig aus und das Brot sieht auch so richtig schön fluffig aus. Und natürlich eine Fanta Exotik und Ayran, Digga. Ich muss sagen, ihr werdet mich wahrscheinlich hassen, also die aktiven Zuschauer wissen schon, ich trinke einen scheiß Tee zu meinem Döner. Jetzt werdet ihr mich vielleicht sagen, du bist halt kacke, aber ich bin halt auch kacke. Ich trinke wirklich einen Pfefferminztee zu meinem Döner. Jetzt, ich mal gucken, was ihr trinkt. Ich bin gespannt, was ihr in den Chat schreibt. Ich kann ja kurz die Subs hier reinschreiben. Was trinkst du? Fettes Ding. Also wirklich, du riesiges, fettes Ding zu deinem Döner. Schreib's mir gerne. Der kostet 6 Euro, auf den Stream von mir geguckt. 6 Euro! Bruder, der macht doch Verlustgeschäft. Das soll 6 Euro kosten. Digga, in welcher Welt lebt denn der? Der macht ja einen riesen Verlust. Junge. Echt? Das ist schon pur. Just David. David mit einem Prime. Just David 1, tut mir leid. Just David 1 mit einem Prime. Küsse Just David. Viel, viel lieben Dank. Da freue ich mich. Viel, viel lieben Dank. Und Michael _Lubich
mit einem Stufe 1, eine Stufe, doch Stufe 1 aus, aber 2 Monate. Digi, ich küsse dich doch, auf jeden Fall lieben Dank, Mann. Ich finde es übel, als wenn man das Brot immer im Döner nicht schmeckt. Ich finde es halt übel, wenn man das Brot im... Hä, ich finde das voll geil, Ragni. Nichts, Milch. Ich habe Ayran, meinst du damit? Pizza Hawaii-Saft. Ja, Digga. Ja, wahrscheinlich, oder? Ayran, Ayran auf Fanta immer. Ragni, da bist du auch dabei. Fritz Cola, auch gut, Dominator. Ulu, Ulu. Ja, ist wild, 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 wild. Einfach Wasser oder Ayran. Ich trinke echt Wasser oder halt ein fucking Pfefferminztee. Wasser schreibt, tada. 6 Euro Billigqualität. Ich muss echt sagen, 6 Euro, also an sich, ne, ich habe mal Galileo geguckt und ein Döner kostet angeblich in der Produktion nur irgendwie 1,50 Euro oder so. Ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Aber bei Galileo war diese Doku. Und in der Regel kostet ein Döner ja 5 Euro. Das heißt, der Betrieb macht pro Döner 3 Euro Gewinn, so sag ich mal. Und aber da haut der Typ ja, warte, ich zeig mal kurz den Döner. Wenn der Typ hier so viel Fleisch reinhaut, also richtig Fleisch reinballert, Salat, bam, 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 und dann nur 6 Euro verlangt, Digga, das kannst du nicht erzählen. Der macht ein riesiges Verlustgeschäft, glaube ich. 100 Pizzi von meinem Zara, sogar mehr. Das sind, glaube ich, 120 Pizzi. Küsse, 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 vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Ich hasse Tee, nur Eistee geht, du bist echt komisch. Geh dir zu Hause, du wirst den Tee, die Fermentier auch lieben. Seh mal, Mond, ein Bier. Du kennst ja mal richtig, du Fettsack. Manchmal auch Center-Shock-Saft als Abwärtiger safe. Ganz wahrscheinlich, glaube ich dir, dass du Center-Shock-Saft dazu trinkst. Okay, lass mich noch ein bisschen fressen. Tut mir leid, Leute, so viel Rede. Ich habe einen Redebedarf mit euch, tut mir leid. Das war ein saftiger Besuch, ich eingeschaltet habe. Boah, geil, dieser Saft, Bruder. Krank. Er ist auch echt lecker, auch die scharfe Soße, die kommt erst jetzt, weil am Anfang war viel Salat. Deswegen kam der Geschmack noch nicht so richtig, aber die scharfe Soße ist wirklich top, Bro. Das Brot sieht so butterweich aus, Mann. Einfach extrem. Ich esse gefühlt seit 10 Minuten an diesem Döner. Für 6 Euro, Bruder, ich könnte für 6 Euro meine Familie ernähren. What the fuck? Das ist ja wirklich ein Schnapper. Es ist wirklich besser schon wieder vor. Bieten wir mal. Was ist das für ein Geheimtipp? Macht angeblich Fleisch selber. Macht angeblich Sperma selber. Macht angeblich sein Brot selber. Digga, wenn er noch sein Ayran selber macht, dann hätte er dann wild, damit der, boah, der Salat wirklich wild. Das Brot ist wirklich gut weich geworden. Was geht, Jungs? Was geht, Jungs? Habt ihr Hunger? Habt ihr Hunger? Wirklich nicht? Wie schmeckt ihr denn? Probier, komm. Willst du nicht? Doch, du willst. Komm, beiß mal. Komm, beiß mal. Hier. Das Ding ist, Leute, ich habe letzte Diskussion gehabt. Guck mal, er sagt gerade zu den Zuschauern, ey, beiß mal ab hier und da. Ich habe mal einem Zuschauer einen angebissenen Döner gegeben. Also ich hatte keinen Hunger mehr. Ich war so voll. Das war in Wien, in Österreich. Und mein Magen war so voll. Ich konnte nicht mehr essen. Da kam ein Zuschauer und ich meinte, ey Digi, möchtest du den Döner haben? Der Döner war ein bisschen angebissen. Und ich hatte mit irgendjemandem letzten Diskussion. Der meinte, das geht gar nicht. Du kannst nicht irgendwelchen Leuten angebissene Sachen geben. Was sagt ihr? Ist das okay? Ohne Crohn's jetzt, ich habe ja kein Crohn's, aber was ich meine. Oder ist das einfach nur abartig? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich denke mir so, Digga, ich will kein Essen verschwenden. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen denke ich mir, okay, deswegen gebe ich ihn jemanden, der vielleicht den essen würde, anstatt dass ich ihn wegwerfe. So, oder was? Wisst ihr, was ich meine? Romy, du Schnecki. Dankeschön, Romy, für deinen dicken Sub. Wann kriegst du einen kleinen Döner für 5 Euro? Ja, Tobilato, fühle ich. Crohn's, sagen viele. Nee, Digga, natürlich nicht, Junge. Viele schreiben nein, das ist nicht okay. Von Fremden nicht so. Hey, ich bin doch kein Fremder. Wir waren doch gestern zusammen auf dem Spielplatz, Sandra. Ist okay, wenn es für beide okay ist. Ja. Hat er bei eBay Kleinanzeigen reingestellt. Angewissener Döner. Jetzt bei eBay Kleinanzeigen. Ich mache die Geschäfte. Wieso nicht? Ne? Wieso nicht? Nein. Okay, viele haben gesagt, viele schreiben es nicht okay. Gut, da weiß ich jetzt Bescheid, Leute. Da weiß ich Bescheid. Ne? Dann probiere ich sowas in Zukunft wieder zu machen. In der Schweiz gibt es nicht mal einen normalen Döner. Ja, in der Schweiz zahle ich ja auch meine halbe Leber für einen Döner. Alter, in der Schweiz 10 Franken für einen Döner. Das ist halt wirklich Wucher. So, beißen die Jungs ab oder nicht? Was glaubt ihr? Oh, die beißen wirklich ab. Er beißt wirklich ab, der Bruder. Warte, er hat wirklich abgebissen. Geil. Nimm ein Müsli und biss mein Bruder. Saftiger. Nimm auch einen. Boah, dann auch noch einen. Moment, habe ich immer noch Vollbild? Ja. Dann auch noch einen Biss, der gute Mann. Und noch 2 Bisse, da haben wir richtig Hunger. Ganz Dortmund wird davon satt, Bruder. Aber da auch noch ein bisschen. Geil, oder? Das ist auch mies groß. Einer schreibt Corona-Bombe, Bruder. Ja, Digga, er hat wahrscheinlich hoffentlich kein Corona. Also, ich freue mich hoffentlich nicht, Digga. Bruder. Ja, ey, der nagt an dem ewig, Digga. Der nagt an ihm, wie damals die Leute an so einem Fleisch gejagt haben, den Neandertaler. Ja, Mann. Abend.
Furcano. Abend Grill. Ja, ja. Okay, frisst er ihn auf oder nicht? Er frisst ihn wirklich auf. Oh mein Gott, der Typ ist echt. Zum Inhalt vom Döner. Abgesehen jetzt. Digga, der frisst ihn wirklich auf, oder? Ich schaff das, Digga. Hau mal rein jetzt. Ich glaube nicht, Bruder, dieses Stück in deiner Hand. Er schafft. Ich frage mich halt, wie viele Kalorien hat dieser Döner? Ein normaler Döner hat 800 Kalorien. Das waren ja vier Döner mit. Das ist einfach 2000 Kalorien, Digga. Let's go. Ich schaff noch. So, jetzt ein bisschen jetzt Vorspule. Ich bin heiß darauf, meinen eigenen Burger zu machen. Das Hackfleisch ist bereit. Mein fetter Magen schreit. Schafft er es? Wir gucken nochmal kurz. Ja, er macht's. Aber er hat so lange gegessen, dass es dunkel wurde. Das hat echt schon nicht schlecht. Ja, entspannt. Okay, sehr interessant. Ich muss sagen, ist nicht der größte Döner Deutschlands gewesen, meiner Meinung nach, weil ich habe hier den Videobeweis, Bruder. Aber trotzdem, ich mag den oh, wie hier. Ozean. Nee, nicht Ozean. Wie ist der nochmal? Ozean, oder? Ozean, küsse auf deine Glatze. So, Ozean. Okay, let's go, ihr Ozeanbewohner. Wir machen uns jetzt mal einen Burger. Ich bin heiß. Let's go. Geil. Mein Vater ist ein absoluter Ehrenmann, ein Ehrenvater, dass er uns Fleisch gebracht hat. Jetzt machen wir uns richtig geile Burger. Mein Lieblingsburger, habe ich richtig Bock, euch zu zeigen. So, Stuhl weg. Ich mache alles bereit, ihr Fettsäck. Ich mache alles bereit für euch. Zack, mache ich klein, mache ich hier, so, wo ist der Chat, wo sind die fetten Kinder, hier sind die dicken Kinder, so, kannst du bitte deinen Namen verraten, mein Name ist, Ozean, Ozean, habe ich jetzt gesagt, so, okay, ihr dicken Kinder, ich hoffe, ihr seid bereit, habt ihr euer Sakko schon an, ich hoffe, ne, habt ihr euer Sakko an? Dann können wir anfangen jetzt, wenn das Sakko bei euch an ist, ne? Nö, wie läuft die? Normal? Ja, bitte, Baba Jacke. Warte, ich hol auch. Weil ich hol noch kurz einen Special-Gast für diesen Stream. Weil der wurde im Chat gefordert. So, der Special-Gast ist da. Nicht jeder mag ihn leider, aber entspannt. Ich packe ihn mal an die Seite, ne? Damit ihr ihn auch nicht dauerhaft sehen müsst. Ne, so. Ihr wisst ja, ne? Vor kurzem ist leider das Glas kaputt gegangen, aber Cymex ist jetzt so Abdeckung. Wisst ihr so hier? Hier ist das Glas früher gewesen, jetzt ist Cymex hier. Oh, Cymex, nicht so schüchtern. Die Zuschauer mögen dich. Du musst nicht so schüchtern sein, ne? Cymex, ganz ruhig. Ganz ruhig, Junge, ganz ruhig. Nicht so wild hier. Ja. Der Cymex ist glücklich. Der ist gern hier. Wie Cymex aussieht. Warte, kann ich deinen Tritt geben in die Fresse? Okay, wow, Junge, okay. Aufhören. Der arme Junge wird nur zusammengeschlagen. Mein Gott, dieser arme Junge. Okay, also. Wir fangen an. Gott, geil, Leute. Wir haben jetzt Hackfleisch, ne? Deswegen, ich zeige euch jetzt, wie mein Lieblingsburger easy gemacht wird. Wir haben jetzt frisches Hack. Und mit dem können wir arbeiten, ohne dass es vergammelt. So. Banani ist leider Madero's. So. Dann einen Vorschlag von mir auf YouTube bekommen. Ich hoffe, Turbinator. Ich bin nicht ganz sicher. Eigentlich habe ich jetzt wegen mir das eigentlich gemacht. Weil ich einfach mal meine Lieblingspizza gemacht habe und jetzt dachte, ich mache meinen Lieblingsdöner. Mein Lieblingsburger. Aber gut, das Hackfleisch kommt in einen vorgeheizten Topf. Das Papier müsst ihr wegtun und einfach kommt immer gut rein. Dann Hackfleisch kurz einmal klein machen. Wir fangen erstmal so an. Ions Hack. Also, ihr könnt mich riesig am Arsch lecken, Leute. Wenn ihr noch einmal reinschreibt, Ions Hack, ich werde nie in meinem Leben wieder auf euch hören. Ich werde nie in meinem Leben wieder hier ein Ei reinmachen, weil ihr habt meine Burger versaut damals. So. Zeigst du die Tür? Ei, Tominator? Ist eine gute Idee. So. Okay, Leute. Erstmal ganz in Ruhe das Hackfleisch. Ins Hackfleisch. Ne? Moment, da mache ich mal die Kamera kurz runter, damit ihr es auch nachvollziehen, ne? Zack. Da zoome ich euch kurz ran, ihr dicken Gesichter. Weil ins Hackfleisch kommt natürlich auch schöne, leckere Gewürze. Was Hackfleisch muss ja noch was schmecken. Deswegen ein bisschen Salz für den Genuss. Dann nehmen wir ein bisschen Pfeffer für die dicken Jungs. Zack. Ein bisschen Pfeffer. Immer sehr gut, vergiss das nicht. Das Ei vergesse ich natürlich auch nicht, keine Sorge. Ein bisschen Paprika für die gute Würze.
Sehr gut. Und ich habe noch Knoblauch. Leider Problem ist, der Knoblauch ist hart geworden. Ah doch, der geht noch ganz gut. Bisschen Knoblauch, weil ihr wisst, Knoblauch stinke ich und ich liebe es zu stinken. So, jetzt mache ich euch hoch. So, jetzt seid ihr oben wieder. Jetzt fühlt ihr euch wieder dick. So, Chili-Sauce. Guck mal, deswegen koche ich nicht mit euch. Mit euch zu kochen wäre die Hölle. Ihr schlägt mir nur Kacke vor. So, Käse ins Hack, mitten rein. Das kann ich leider nicht, so gut bin ich nicht. Das wäre krass, wenn ich das wäre. Knobi, immer gut, immer gut. Was ist das für ein Pickel an am Hals? Weiß ich nicht. Hab halt einen Pickel da, ne? Passiert, was soll man machen, ne? Knoblauch ist heilig, man kann immer gut benutzen. Fun Fact, ne? Falls euch mal wirklich interessiert, ne? Also ich weiß, richtig random. Aber Knoblauch ist super vorbeugend gegen Krebs. Ich weiß, es ist so random, aber einmal sagen, ne? Also frisst Knoblauch, ihr Fettsäcke, weil wird euch gut tun. Wird euch gut tun. Natürlich brauchen wir noch ein Update, weil Nancy hat uns darauf hingewiesen. Weil ihr wisst ja, was heute ansteht, oder? Es wird. Ich hoffe, ihr lest's. Ich hoffe, ihr könnt's lesen. Okay, dann komme ich in die Krebs. Deine Burgerbrötchen werden zerdrückt. Alter, die sind da links, da passiert gar nichts hier. Ich hasse Knobi. Oh, dann geht ja ordentlich was, ne? Patty formen und dann Käse reindrücken ist mega. Ja, ist geil, sag ich dir ehrlich, aber ich bin da einfach ein zu krasser Noob. Ich will jetzt nichts riskieren. Ey, was ist das für ein Outfit gerade? Ich habe einen Sakko an und eine Kochmütze. Ich finde, das hat irgendwie was. Das hat irgendwie was. Ey, das wird lecker, vertraut mir. Meine Burger sind wirklich gut. Ehrlich jetzt. Da hat Trump mal gegessen und Trump meinte, da wird gut. So, Zara glaubt an mich. Sehr gut, Zara. Das freut mich natürlich, ne? So. Das ist erstmal unser Hackding, ne? Das ist ja nichts Besonderes, das ist einfach nur ein Bällchen, ne? Und ich habe mir extra, um bessere Burger zu machen, eine Burgerpresse geholt, weil wir machen Smash-Burger. Das sind so fucking nice, Mann. Ist heute nicht Fototag. Ja, Tubinator, aber Instagram hat einfach gesagt, fick dich. Instagram ist so gefickt, Leute. Habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, ne? Also Instagram geht gar nicht, deswegen konnte ich kein Foto heute hochladen, leider. Vielleicht geht's jetzt wieder im Laufe der Stunde, jetzt aber bei mir ging's gar nichts. Deswegen lade ich morgen einfach hoch, wenn hoffentlich alles wieder funktioniert, ne? So, das ist wirklich sehr, sehr geil. WhatsApp und Facebook auch nicht. Ja, ja, ist ja alles dasselbe Konzern, ne? Wie viele Burger willst du aus dem Hack machen? Ich mache 3 Buletten daraus. 3 Buletten, weil ich will 3 Buletten für meinen Burger haben. Oder, ja. So, Mikrowellen-Schmelzkäse ist sehr krebserregend, leider. Leider, aber auch sehr billig, Digga. Ne, muss auch sagen. Ich habe allerdings einen anderen Käse. Ich habe einen schönen Cheddar-Käse für euch. Oh, 2 Subs hintereinander. Warum wollt ihr mich reich machen? Also wirklich. So, Moment. Ich schreibe kurz die Subs auf, nehme euer Geld mit, ihr Fettsäcke. So. Edna 891 mit einem 3-Monats-Sub. Ole, ole. Naja, wirklich. Vielen lieben Dank, Edna. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank für den 3 Monate. Da freuen wir uns drüber. Und direkt 6:9 mit einem dicken Prime. Hallöchen. Ich schreibe mal Hallöchen daneben. Hallöchen. Dankeschön für dein Prime. Vielen, vielen lieben Dank. Küsse, Küsse, Küsse. Minus 1 Sterne Koch. Du Hund. Wieso? Wo bist du, Wieso? Komm her. Wieso? Du denkst, du kannst Spaß in meinem Chat? Du denkst, in meinem Chat kannst du schreiben, was du willst? Okay, Biso, es tut mir leid, Digga. Biso? Tut mir leid, Biso. Wo bist du? Ja. Biso, ich wünsche noch ein absolut schönes Leben, aber in 5 Sekunden war es das mit dir. So. Tut mir leid, Bisi. Ne? Also in meinem Chat einfach mucken, das geht gar nicht. Ne? Also in meinem Chat frech werden, weiß ich nicht. Bro, ich mag Tomaten und habe heute welche auf dem Burgerschmutz. Ja, kein Mensch tut Tomaten auf dem Burger. Wer von euch tut sowas? Gibt es hier irgendeine Person im Chat, die wirklich Tomaten auf seinen Burger tut? Freiwillig? Ich möchte kein Ja lesen. Ich möchte bitte kein Ich lesen. Oh nein, ich lese Ich. Ich nicht, Zara, gefällt mir. Immer. Nein, nein. Ich, oh nein, ein paar Ja's. Oh, Dark Knight, du bist zu oft schon Death Note. Burger ohne Tomaten geht nicht. Wie geht nicht? Ach, hören Sie auf, guter Mann. Hören Sie auf, sowas zu behaupten. Natürlich geht das. Natürlich. So. Okay. Ja, ich will gar nicht den Chat lesen. Oh Gott, ihr schreibt alle Ja. Oh, geht weg. Oh, geht doch einfach weg. Ich will eure Ja's nicht. Ich will dann Nights. Küsse, Lofty. Ganz, 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 ganz viel Kraft morgen. Esse gerne Tomaten. Daimler, wir waren doch so gute Freunde. Danach ist der Burger wässrig. Na, weiß ich nicht. Eklige Leute. Ein paar von euch sind eklig, verwirrt. Aber ich werde euch noch alle rüberziehen. Irgendwann werdet ihr alle Tomaten hassen. Das Tomatenbusiness geht leider pleite. Wegen mir. So. Mach ich direkt die Buletten oder mache ich was anderes erstmal? Ich mache die Buletten direkt, Digga. Warum nicht? Immer mal zack. Okay, jetzt forme ich mir 3 dicke, schöne Bälle aus diesem großen Fleischklotz, Leute.
Leider sind Tomaten sexy. Weiß ich nicht, Digi. Warum stehen Tomaten im Hintergrund? Das kann ich erklären, bevor jemand fragt, warum hier Tomaten stehen. Nicht, weil ich es will, weil meine Mutter Tomaten will. Also leckt mein Arsch. Ihr habt mich hier nicht exposed, auf gar keinen Fall. Keiner von euch. So, Bulette 1 ist ein bisschen groß, aber scheiß drauf, haben wir dicke Buletten halt. So. So, ich habe schon einen Hass auf Tomaten wegen dir. Der Rest bekommst du auch noch. Ja, sehr gut. Exposed. Na. Ihr kriegt mich nicht. Mach die Tomaten in den Schrank. Ja, ich will, dass sie das Böse sieht. Deine Mutter weiß, was gut ist. Nee. Aber meine Mutter sagt auch immer zu mir, warum magst du keine Tomaten? Tomaten sind doch so gesund und lecker. Und letztens sagt ein Kollege zu mir so, also ernsthaft, ein Kollege sagt letztens zu mir so, ey Digga, mach doch mal so ein Video, 24 Stunden lang Bruschetta. Und er meinte das richtig ernst. Und ihr wisst ja, Bruschetta ist ja so mit Tomaten und sowas drauf. Und er dann so, ach ja, stimmt, du magst ja keine Tomaten. Ach, Digga. So. Okay. Das ist erstmal, natürlich sieht absolut nicht besonders aus. Ne? Für euch, ihr denkt euch, wie langweilig. Aber Geduld, du Fettsack. Wir haben hier drei Dinger. Ich mach die Pfanne heiß. Und let's go. Tomaten mit Salz sind so geil. Weiß ich nicht, Digi. Weiß ich nicht. Tomaten mit Garn. Tomaten der Mülltonne. Richtig lecker. Real Talk. Ich könnte euch ein Gericht empfehlen mit Tomaten, was richtig lecker ist. Ihr nehmt eine Tomate und wirft sie in den Müll. Hammer. Wirklich. Wer das isst, ne? Ehrenmann. Wirklich. So, Sandra. Mit einem Prime. Sandra, 3 Monate. So, Sandra. Unten Strich 311085. Vielen, vielen lieben Dank für deinen dicken, dicken Sub. Leider bist du jetzt im Death Note, Sandra. Ich habe mir gemerkt, was du heute geschrieben hast über mich. Ja, Sandra, dein Prime schmeckt zwar, aber du bist jetzt leider im Death Note. Sandra, Küsse. Vielen, vielen lieben Dank. Ich hatte, das Fleisch steht am Ende nicht so wie der Burger King. Nein, Dark Knight, das wird sehr, sehr lecker. Kannst du aussehen, dass man alles sehen kann? Ja, Moment. Ich zeige euch jetzt, wie ich alles mache. Ich nehme euch natürlich mit. Wer hat eine zweite Kamera? Hallo, Sie wollen eine zweite Kamera? Dann nehme ich Sie natürlich mit, kein Problem. Wollen Sie einen Wein? Wollen Sie einen Wein? Guter Mann, gute Frau. Kann ich Ihnen einen Wein anbieten? Sie stehen hier so rum. Wollen Sie einen Wein? Oh, okay, ich stehe ein Ja im Chat. Biso möchte einen Wein? Okay, ihr kriegt natürlich einen Wein. Moment, da mache ich doch flotten Wein für euch ready. Okay. Ich habe natürlich einen schönen Jahrgang, den ich Ihnen präsentieren kann, ne? Ich habe den Jahrgang, oh Moment, ich zeige Sie nochmal größer, guter Mann, gute Frau. Den Jahrgang Wildschwein mit einem unfassbaren Eber drauf. Jahrgang 2020, sehr gereift in seiner Form, ne? Dann kriegen Sie mal, ne? Kriegen Sie mal den Wein, guter Mann. Empfehle ich ihn sehr. Lassen Sie ihn schmecken, ne? Lassen Sie ihn schmecken. Ich packe ihn zur Seite für Sie, ne, guter Mann? Ich packe ihn hier zur Seite für Sie, ne? Lassen Sie ihn schmecken, ne? Und geben Sie noch einen Kuss? Einen Kuss? Okay, nein, Kuss zu viel? Okay, gut, das verstehe ich, ne? Da will ich auch nicht zu aufdringlich sein. So. Okay, der Wein geht nicht zu. Okay, ihr Fettsäcke. Weiter geht's. Also, die Pfanne brennt schon. Oh nein, Eileen. Zu schnell der Sub. Schnell doch ins Death Note mit dir, Eileen. Damit auch wirklich dein Geld gut eingelegt ist, Eileen. In meinen Händen für immer und ewig. Eileen 3710. Lecker essen. Wird lecker, Eileen. Vertraue ich, aber leider wirst du miterleben, Eileen. Weil du bist leider im Death Note gefangen für immer und ewig. Deswegen, Eileen, Küsse. Für die nächsten 4 Monate. So, Leute, wir müssen schnell Öl reinmachen. Zack, 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 zack. Ein bisschen Öl. Kann nicht schaden. Aha. So. Ich mache jetzt die Kamera bereit für euch. Okay. Wo sind die Äpfel für Ryok? Ja, die, ich habe einen anderen Shinigami, deswegen, der mag keine Äpfel so gerne. So, der liebt Tomaten, deswegen, den gebe ich halt immer Tomaten, den komischen. So. Okay, Moment, ich mache euch kurz runter, ihr Fettsäcke, damit ihr auch den Prozess der Leckereien gut beobachten könnt. Ich mache kurz auch Licht an. Oh mein Gott, ich habe mich gerade so erschreckt. Alter, Leute, ich habe gerade richtig Panik bekommen. Da steht einfach ein Mann. Ey, das hat mich gerade so... Ich habe mich gerade so erschreckt dadurch, ne? Das ist einfach Cymex. Alter, das ist gar nicht cool, Digga, dass das einfach Cymex ist. Alter, ich habe mich wirklich erschreckt. Ich habe mich umgedreht und dachte mir so, Alter. Junge, wer steht denn da?
So, ihr habt jetzt Licht, ihr Fettsäcke. Und jetzt eine Burger-Boulette kommt rein. Und ihr denkt euch jetzt, ist ja gar nichts Besonderes. Moment! Die Ivanjo-Schweinischen Burger werden hochgezüchtet und sind sehr lecker in ihrer Form. Moment, ich mach kurz die Kamera so, dass du sie auch gut sehen kannst. So, siehst du den Burger da, ne? Den smash ich jetzt, Digga. Den smash ich jetzt bis zum Boden. Und siehst du, wie das Fett da so rauszischt nach unten? Okay, der klebt ein bisschen. Und daraus machen wir eine richtig dünne Boulette. Oh, und lassen erstmal schön anbraten und hauen danach, wenn es ein bisschen angebraten ist, umgedreht ist, noch lecker Käse drauf. Aua, es spritzt. Jojojo, gefällt mir. Das wird nichts, leck mein Arsch, das wird geil. So, lassen wir mal kurz in Ruhe ein bisschen anbraten. Ich nehme mal ein bisschen Hitze weg. So, ein Burger mit 500 Gramm Fleisch. Nice. So, Biso, du bist hier fett. Du bist drin. Biso, du bist drin in Death Note, deswegen mit dir kann ich leider nicht mehr reden. Ist das Hobbit-Fleisch? Nee, das ist schön reinstes Bio-Hack. So, man tut das davor Backpapier rein. Ah, der guck zu und wird lecker. Aber danke für den Tipp. Wenn du den Burger verkackst, nachdem du schon so oft Burger gemacht hast, werde ich zu hoffen, an deinem Kochkünst verlieren. Okay, weg, Sora. Ich kann dir mitversprechen, dass der Burger heute... der wird heute lecker, vertrau mir. Der Profikoch am Start. Das nicht, ne? Ich will nicht lügen, Leute. Ich bin kein krasser Koch. Kurz Kochkamera. Das Fleisch garret vor sich hin, meine lieben Leute. Ich mache kurz Fenster auf, weil es sehr warm hier drin ist. Boah, oh nein. Ach, okay, scheiß drauf. Scheiße. Das ist gefallen hier. Genießen Sie einfach den Ton im Hintergrund des Fleisches, der Ihre Lust auf den Veganismus immer weiter schmälert, während das Fleisch weiter knusprig anbratet. Am wichtigsten ist das Burgerbrötchen. Ja, das Problem ist, ne, wir können mal kurz im Chat schon mal drüber nachdenken. Ne? Ich habe ein kleines Problem. Und zwar mein Burgerbrot ist leider ein bisschen hart geworden. Also ohne Scheiß, ne? Nee, ich lasse noch ein bisschen schwarz. Ich möchte so eine kleine Schwärze haben, deswegen lasse ich noch ein bisschen drin. Wie schaffe ich es, Brot weicher zu kriegen? Was sagt ihr? Muss ich in die Mikrowelle tun? Vielleicht kurz... Wie mache ich das am besten? Es ist halt ein bisschen hart, die Oberfläche geworden. Das ist das Problem. Mikrowelle mit Wasser... Ofen, Wasser, das Fleisch zieht sich sehr zusammen. Die Pfanne ist nicht so heiß genug. Ich habe die Pfanne extra jetzt schon so heiß gemacht. Tomaten drauf. Ah, gut, das ist ein absolut nicht hilfreicher Tipp. Ofen oder Toaster. 5 Sekunden Mikrowelle. Das ist eigentlich wahr, da Tobi hat recht. Das geht nicht schnell. Okay, mal gucken, ob ich das hinkriege. Fleischwendung. Gefällig. Okay. Guter Mann, wenn Sie wollen, dass Ihr Fleisch gewendet wird. Eine leckere Kruste. Okay. Okay. Ich lasse sie mal kurz alleine mit dem Fleisch. Der Käse wird schon mal bereit gemacht. Das sieht geil aus. Sieht geil aus in der Kamera. Da ich mein Fleisch sehr saftig will, werde ich es gleich noch ein bisschen abdecken lassen. Aber wird geil. Wird sehr, sehr, sehr nice. Ich fühle mich wie in einer Kochshow. Die Kochshow ist eröffnet. Nein. Am liebsten hätte ich ja wirklich noch da eine Kamera. Ich sage euch ganz ehrlich, auch bei Fleisch, guck mal, ihr könnt das Fleisch hier sehen. Mögt ihr das, wenn es so leicht knusprig ist? Ich glaube, viele. Ich glaube, ich werde hier viele Schweine im Chat finden, die ja schreiben werden. Weil dieses leicht schwarze ist doch geil. So, ich rede ja nicht von diesem Krebsding, sondern so leicht angekokelt so. Das ist doch lecker. Das wird auch jeder haben. Ja, Knusper ist gut. Katie schreibt auch ja, Fremdo auch. Ragni kriege ich auch ein ja, Monkey schreibt auch ja. Top, geil, yes, da kriege ich nur das. Macht Tutter auf dem Braten, ist mal ein bisschen zu viel, ne? Aber, was passiert jetzt, Leute? Das Fleisch brät noch ein bisschen, aber es kommt ein Käse obendrauf, ne? Und ich stelle die Temperatur erstmal kurz auf 2 und lasse das Fleisch kurz ein bisschen saftiger werden, indem ich es da drunter stelle. Und den Käse schmelzen lasse ich auch noch ganz entspannt. So, damit er weich wird, ja. Du musst die Brötchen mit Tomatensaft übergießen und dann in die Mikrowelle tun. Könntest du aufhören, mich anzulügen? Das wäre nicht so nett, ne?
Du wirkst sehr glücklich. Nein. Oh Gott, die Lache war so weg. Nein, mir geht's gut. Was soll ich sagen, ne? Mir geht's gut, Digga. Ich will nicht lügen, ne? Ich habe einen schönen Tag gehabt. Ich habe einen schönen Tag gehabt. Ja, ich kann gar nicht viel erzählen. Ich hatte einfach einen schönen Tag und ich freue mich irgendwie. Ich wollte eigentlich morgen mit Kollegen bis Sonntag nach Italien fahren. Leider ist das ins Wasser gefallen. Ich wollte ein richtig geiles Video für euch drehen, aber ja, hat nicht geklappt. Was soll's so, ne? Ich mache jetzt auch jetzt nicht so schlechte Laune. Aber mir geht's gut, ne? Ich hoffe dir auch, Diggi. So. Du hast Tomaten gekocht. Weiß ich nicht. Wow, ich liebe Tomatenmark. Mark? Also falls du Mark magst, der mag auch Tomatenmark. Aber trotzdem ist Tomatenmark in der Regel nicht so richtig geil. Die Schale mit Wasser mit dem Brötchen für ca. 1 Minute in die Mikrowelle. Schwache Hitze. Okay, probiere ich. Hab dich gestern in der Schweiz gesehen, hab ein Foto mit dir gemacht. Wollte Wettessen machen, du hast abgelehnt. Ich war gestern nicht in der Schweiz, aber okay. So. Der Käse. Ich zeige ihn euch. Der Käse gedeiht. Moment, ich fokussiere die Kamera. Die Kamera will nicht ganz fokussieren, aber es sieht gut aus. Es sieht gut aus, muss ich sagen. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Habe ich gar nicht mal so schlecht gemacht, ne? Vielleicht werden die ersten zwei jetzt schon sagen, was? Das sieht ja doch ganz gut aus. Ja, doch, das ist schon ganz geil. Ist schon ganz gut geworden, aber geht noch besser. Mal gucken, was wir noch hinkriegen werden. So, dann nehme ich die erste. Ah, das sieht... Also, mal Real Talk. Wenn du jetzt kein Veganer bist, willst du mir sagen, das sieht nicht geil aus? Das hat doch schon was, oder? Also, mal Real Talk, Digga. Einmal hier bitte im Chat. Einmal können wir uns auch mal gegenseitig Props geben, ihr Fettsäcke. Und einmal nett zueinander sein, bevor wir uns immer fronten. Aber das sieht doch mal himmlisch aus, Mensch. So, ich hole mir kurz noch von Little John seinen Sub ab. So, Little John. Ui, 14. Ich weiß auch nicht, wie Little John wieder schon 14 sein kann. Ich küsse dich doch und danke dir ganz fett von Herzen, Diggi, für deinen dicken, dicken Sub, Mann. Küsse. Vielen, vielen lieben Dank, Mann. Dankeschön für dein Prime. Oh, was kriege ich im Chat? Ich krieg Nähe. Ich finde Reggie und finde, es geht geil aus. Ah, oh, so fällt mir das. Sieht gut aus. Sieht aus wie Banane. Du kannst Butter in die Pfanne tun und ein Brötchen Hälfte im Inhalt auch unten hingeben. Mache ich auf jeden Fall. Aber erstmal machen wir die Buletten fertig. Ich mache jetzt erstmal die 3 Buletten mit Käse. Und danach kümmere ich mich um das Brot. Aber jetzt kommt die nächste Bulette. Dann nehme ich euch natürlich auch mit, ihr fetten Menschen, die ich so lieb habe. Die ich hier mitnehme. So, zack, erstmal das Fleisch ein bisschen anbraten und gleich geht's los. Ich habe das Fleisch jetzt rausgenommen. Keine Sorge, kein Stress hier, kein Stress. Gleich geht's los. Gleich smashen wir das Ding runter. Ich lasse nochmal kurz ein bisschen anbraten und gleich geht's runtergesmashed. So, geil, will ich verspeisen. Fühle ich. Will auch Burger schmoll. Ja, ein leckerer Burger. Ah, das zieht auch, ey. Guck mal, deswegen hat das Sakko an, wisst ihr, weil dann bin ich geschützt. Vor dem Fett, das auf mich spritzt, Alter. Ah, zack, da an der Ecke. Nehmen wir auch noch mit. Dich nehmen wir auch noch mal an der Ecke mit. Und dich nehmen wir auch noch mal mit hier. Hui! Lecker schmeckt so. Lecker schmeckt so. Okay, Moment, ich habe hier wieder einen Zap reingekriegt. Wo bleiben die Tomaten? Sowas gibt's hier nicht. Digi, du bist bei mir beim Stream. So. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht, dass wir hier Tomaten auf dem Burger machen. Doxo XL, Küsse ganz viel in deine Richtung für deinen dicken Prime-Sub, der in meine Tasche geht. Vielen, vielen Dank, Digga. Dankeschön für deinen Sub. Du musst das noch in der Schale pressen. Das kann man machen, aber ich mach's eher so, weil ich es besser finde. Ne? Kann man machen, wie man möchte. Schöne Fettspritze auf den Stoff. Ja, die Fettspritze sind ordentlich drauf. Ich finde, das ist auch so ein random Outfit, ne? Aber ach, ist auch willig. Das ist auch wild. Wann kommt wieder ein Video mit Antoro, falls ich mal in der Schweiz bin, ne? Der Antoro ist ein absoluter Ehrenmann. Da kann man das gerne mal machen. Super nicer Typ, mag ihn richtig gern. Dein Oberteil sieht echt gut aus. Ich kann dir mal die Story kurz erzählen zu diesem Oberteil hier, Leute. Ne? Ihr müsst euch mal das reinziehen. Damals, als mein Abiball, nicht Abiball, ich hatte mein Abi und du, es gibt so eine Zeugniskonferenz, also wo du dein Zeugnis so abholst, alle holen ihr Zeugnis ab, da musst du ein bisschen schicker aussehen. Und da habe ich mir dieses Sakko bestellt und mein Abi-Ding war an einem Freitag. Dann steht da, Freitag kommt das. Also alles mal wieder, wie ihr mich kennt, auf knapp. Dann, ich gucke aus dem Fenster, weil da steht, man konnte so richtig live scouten, wo der Scheiß ist. Und das war DBD, dieser Lieferdienst, vielleicht kennt ihr den. Der war vor meiner Tür. Ich gucke aus meinem Fenster, er steht da mit seinem Auto. Ich denke mir so, okay, er klingelt gleich. Ich gucke auf den Bildschirm. Auf einmal steht da, ihr Paket wurde, sie war nicht zu Hause, ihr Paket wurde abgegeben. Diese Hurensohn hat einfach mein Paket, einfach Zettel reingeklebt, weggefahren, bam. Ich denke mir, nein,
Ich laufe nach unten, ich sehe, er fährt weg. Ich steige auf mein Fahrrad. Ich fahre hinterher, weil ich brauchte dieses Sakko. Ich fahre hinterher. Ich sehe, er bleibt stehen an so einem Kaffee. Bei so einer Süßen geht er so rein, trinkt ein Käffchen mit ihr, redet mit ihr so. Ich sage, Digga, du warst doch gerade bei mir zu Hause, du hast doch mein Paket. Er sagt so, na, wie heißt du? Ich sage, ja, mein Name, bla bla. Er sagt so, ja, hier. Er geht mal in den Hinterraum, holt mein Paket, dieses Sakko hier und gibt mir das so. Der Bastard, Digga, ich kann verstehen, dass der Job anstrengend ist und so, ne? Aber der hat einfach mal schön gemütlich Pause gemacht, anstatt mir mein scheiß Ding zu liefern, wo ich halt das brauchte. Ich brauchte es richtig dringend, wisst ihr, was ich meine? Ich habe ja total Respekt vor den Leuten, die liefern und die sind auch unterbezahlt und hier und da. Aber Dicky, das kannst du eigentlich machen, Digga. Ja, wenn du im Anzug erscheinst und trotzdem durchfällst. Das ist auch hart, Digga, das ist auch hart. So. Ui. Okay, der ist nicht so braun geworden. Nicht so eine braune Bulette diesmal, aber gut. Kann auch kommen, ne? Kann auch kommen. Moment, ich hau mal die Kamera hier. Zack, passt auch jetzt. So, passt auch besser. Oh Mann, das kenne ich, könnte ich immer ausflippen. Ja, ey, guck mal, ich war ja mal selber für einen Tag Liefermann, also DL-Mann, wie auch immer. Ich habe Amazon geliefert für einen Tag. Und es ist halt ehrlich ein Rotz. Weißt du, du hast da übel Stress, ehrlich. Es ist ein absoluter Druck. Und teilweise musst du Überstunden machen, du wirst schlecht bezahlt. Ich kann alles verstehen. Ja, ich kann alles verstehen. Aber wisst ihr, was ich meine? Ich brauchte dieses Sakko richtig dringend an dem Tag. Weil ich halt, ich bin ein Penner, ich komme mit Jogginghose zur Schule und so ein Scheiß, kein Problem. Aber diese Abschlussfeier wollte ich halbwegs mal nett aussehen. Und dann bringt er mir dieses scheiß Sakko nicht, Digga. Wenn du Veganer bist, dann wurde das Universum zerstört, aber du und Unge, Handshake, liest das. Mit Unge zusammen, sehr geil. Steinleiter, die sind überlastet und machen das ständig. Ja, die sind fucking überlastet. Bei denen kann man sich auch denken, du hattest einen Job. Wie viel bedeutet denn der Community eigentlich? Meine Community bedeutet mir alles, Laura. Natürlich, ich bin jedem einzelnen Schwein von euch asozial dankbar. Ohne euch, Real Talk wäre wahrscheinlich, ja, keine Ahnung, ich kann es nicht sagen. Ich muss echt sagen, meine Fähigkeiten liegen nicht daran, vielleicht auf dem Bau zu arbeiten oder im Büro zu sitzen. Ich bin halt wirklich jemand, ich laber unfassbar viel Scheiße. Und das habe ich zu meinem Beruf irgendwie gemacht, ne? DBD legte paketenweise einfach vor die Tür. Ja, bei mir nicht, Digga. Hermes ist schlimmer, die hauen einfach ab. Die kommen, die haben gar nicht. Die L und immer so zeigen, welche noch zufällig sind. Ach, geht. Ich habe bei Amazon oder so auch bei... Ja, Amazon habe ich eine ganz gute Erfahrung gemacht, ne? Aber bei, wie ist mein Lieferdienst? Bei DHL habe ich auch schlechte Erfahrungen gemacht. Bei Hermes habe ich meine schlechtesten Erfahrungen gemacht, aber ich kann es den Leuten auch, ich probiere es den Leuten nicht so übel zu nehmen, weil der Job halt einfach auch teilweise scheiße ist so. Aber ja, ich weiß natürlich, was ihr meint, ne? Du bestellst, du willst dein Produkt haben, ich kann euch verstehen, auf jeden Fall, Digga. So, Temperatur wieder. Ach so, Leute, deswegen ist das Fleisch nicht perfekt durch, weil ich Vollidiot nicht auf umgeschaltet habe, den Ofen, also den Herd. Wieso schlau von mir? Bisschen Bräunungsmittel, dann passt echt schön. Du Hundeköte. Wenn du Veganer wirst, wild. Moin, warst du eigentlich noch bei Peter Pan? Nö. Warst du mal? Achso, mal war ich bei Peter Pan auf jeden Fall. Aber jetzt nicht vor kurzem. Oder auch mal eine Woche wieder. Peter Pan ist meiner Meinung nach nichts Besonderes. Auch nicht krass, aber halt auch nicht komplett scheiße. Aber deswegen. Scheiße, labern zu Ofen mal. Wie kann man diesen Käse nehmen? Der Käse ist geil. Ab welchem Berufsweg wirst du gegangen, hätte es dann YouTube nicht geklappt? Kann ich dir nicht sagen. Also, das ist eine schwierige Frage, weil... Ich weiß nicht, guck mal, meine Fähigkeiten sind ja, ich kann unterhalten, so ein bisschen vielleicht. Ich kann Videos schneiden und so ein Scheiß, aber das bringt dir ja alles nichts im normalen Beruf. Weißt du, ich meine, Digga, wäre ich dann im Büro und dann sage ich, lacht mein Chef vielleicht kurz, aber sagt, fick dich und mach weiter. Und ich kann es dir nicht sagen, ne? Ich hab mich für Sachen interessiert, wie, ich wollte gerne mal Bahnfahrer werden. Absoluter Traum immer noch. Ich sage euch, Leute, mit 60 seht ihr mich da an der U-Bahn. Aber keine Ahnung. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Ich weiß nicht, ne? Irgendwie werde ich nie so. Irgendwie habe ich YouTube damals angefangen, schon sehr früh, 2008, und hatte auch richtig Bock, YouTube zu machen. Es hat mir immer Spaß gemacht, auch schon als Kind, so Let's Plays und sowas zu machen. Und deswegen habe ich immer so die Liebe zu YouTube gehabt, einfach, ne? So, Lieblingskäse, Cheddar-Käse. Ich glaube, Cheddar ist mein Lieblingskäse. Den siehst du auch jetzt hier gleich. Hui! In der schönen Pfanne. Moment, ich fokussiere mal kurz wieder. Sieht schon gut aus. Sieht echt, Real Talk, echt gut aus. Bin gerade ein bisschen stolz auf mich. Das sieht echt gut aus. Also ist wirklich einfach ein schöner Anblick. Ne, Real Talk. Einfach ein schöner Anblick, so den ich da sehe. Einfach so, Ah, das knuspert schon sehr schön vor sich hin. Real Talk. Ich bin am Verhungern. Wird nicht besser. Das ist doch kein Cheddar. Auf der Verpackung stand Cheddar. Warum magst du Ferdifuchs nicht? Weil Ferdifuchs verantwortlich ist für viele Tode. Nein, Ferdifuchs ist einfach nicht lecker. Ferdifuchs ist einfach sehr, sehr giftig. Zum Beispiel jetzt, Ferdifuchs-Mini-Würstchen von Kaiawai.
Kawaii! Spendiert 37 Subs. Küsse insgesamt. Kai Hawaii. Küss dich, Hawaii. Vielen lieben Dank für deine 37. schon, ey. Wie alt warst du, als du mit Typ angefangen hast? Dominator, das kann ich natürlich nicht sagen. Doch Ferdifuchs verursacht viel Tod. Ferdifuchs verursacht viel Verwirrung. Weil einige Menschen das wirklich mögen, Leute. Einige Menschen sind wirklich davon überzeugt, ey, ich habe so einen Geheimtipp für dich. Ferdifuchs, aber nee. Nee. Ah, scheiße. Ah, fuck. Nein. Okay. Nochmal alles gut gegangen? Nochmal alles gut gegangen. So. Na, Käse noch drauf. Der Käse sieht aus wie Gold. Ferdifuchs gibt mir weil auch ungekühlt. Ist Käse weg? Quatsch, was labert ihr denn für einen Käse? Käse ist richtig fett noch da. Kann ich kurz noch zeigen. Hier auf der Boulette haben wir noch Käse. Also das ist jetzt die letzte Boulette, Leute. Und dann geht's an den nächsten Schritt. Gerade haben wir einfaches Bouletten machen nur. Ist halt vielleicht ein bisschen eintönig gerade. Finanzstein reden ist auch ein Talent. Du bist Alleinunterhalt. Dadurch geworden könntest du auch als Verkäufer oder so. Aber jeder hat Talente und zumindest eine größere. Auch du hast das. Grüße, Daniel. Vielen, vielen lieben Dank. Ich glaube auch ganz viele von euch oder auch allgemein. Ich glaube, unfassbar viele Menschen haben Talente. Allerdings werden die einfach nicht gefördert. Weißt du, keine Ahnung. Vielleicht kann einer von euch unfassbar gut Schwänze blasen. Aber in der Schule gibt es halt leider das Fach nicht Schwänze blasen. Nein, aber jetzt mal ernsthaft. Ihr wisst, was ich meine. Vielleicht einer echt. Keiner von euch, kann jemand von euch richtig gut Gitarre spielen, aber im Musikunterricht, Digga, da wird ja nicht großartig was gefördert, wisst ihr, was ich meine? Und das ist halt schade. Schade, dass man nicht die Fähigkeiten der einzelnen Person einfach gefördert werden. Ja, der Herd habe ich diesmal auf 5 gemacht. Diesmal besser. So. Mein Talent liegt am Essen an sich. Ja, das auf jeden Fall, Digga. Aber ich glaube, da haben auch viele ein Talent für, einfach Fressessen sich reinzuballern. So, letzte Boulette. Dann können wir endlich weitermachen mit dem Brot. Weil das schöne Fett hier in der Pfanne können wir richtig gut fürs Brot nutzen. Boah, das wird eine Monster-Boulette, Alter. Das wird eine große Boulette. Alter, ich erschrecke mich so krass immer, ne? Leute, ich schwöre, ich habe so Paranoia. Cymex ist so gruselig. Ich gucke immer nach hinten, wisst ihr, ich bin so. Dann drehe ich mich so um und da ist so Cymex. Das erschreckt mich jedes Mal so heftig, ne? Ich habe mich einfach zweimal schon erschreckt deswegen. Ich habe durch Zuschauer 2 Kilo zugenommen. Ich finde es cool, zu dir zu sagen. Nicht persönlich. Ach, kannst gerne Ivanio sagen, fühlt mich schlecht. Ivanio einfach immer noch Burgerrausch. Ey, ich weiß, ich sag dir ehrlich, Kai, weil das einer der wenigen Selbstexperimente, wo ich wirklich immer noch gerne weiter esse. Weißt du, weil Burger ist einfach Hammer. Hammer. Richtig vegan. Ja, nicht wirklich. So, mach die Mikrowelle bitte zu. Geht noch nicht, Kai. Zum Glück hast du es gesagt. Ich pack noch schnell ganz kurz die Brötchen rein. Für 2 Sekunden, damit die Burgerbrötchen ein bisschen weicher werden, weil die haben jetzt leider ein paar Tage rumgestanden, die Brötchen. Deswegen packe ich die noch ganz schnell für 5 Sekunden in die Mikro. 1, 2, 3, 4. Ich zeige euch so lange die leckere Cam. Hier habt ihr noch eine leckere Fleischcam, damit ihr auch alle schön vegan werdet. Ne, das Brot ist immer noch steinhart. Ich lasse Brot ein bisschen weich werden. So, war einmal auf der Kirmes, hat einmal quer durch den Platz gefressen. Daimler, genau so, das will ich doch hören. Meine Schule macht richtig Propaganda, die behaupten, dass sie Talente fördern, haben noch nie gesehen, dass jemand gefördert wurde. Ja, das ist einfach sad, ne? Ich war auch auf einer Schule, die hieß es, sportbetonte Schule. Ich hatte einmal in der Woche Sport, Digga. Das war auch sportbetont, Digga, wahrscheinlich, oder? Ah ja, perfekt. Das Brot ist jetzt schön weich her. Ah, ich konnte es gar nicht sehen. So, ein bisschen weicher ist das Brot. Sehr gut. Jetzt rotieren wir mal das Fleisch. Oh, Digga. Das ist auch schön braun diesmal wieder. Sehr gut. Sehr gut. Wir waren eine Mathe- und Physikschule. Wow. Ist ja gruselig, Digga. Fleischcam macht Appetit. Wo soll man in Hamburg auf jeden Fall essen gehen? Laura, ich habe ein Video dazu. Meine Top 7 Foodspots in Hamburg. Schau dir mal super gerne mal rein, wenn du willst. Jan Josen, moin. Mach Wasser ans Brötchen, sonst Kohle. Ein bisschen Wasser ist keine schlechte Idee, Digi. Da vertraue ich dir jetzt einfach mal. Takuya, mein Guter. Da vertraue ich dir einfach mal. Moment, ich mach kurz das Öl weg. Ah, scheiße. Moment, ihr dürft meinen Pony sehen, weil der ist sehr dick.
Moment, ich pack kurz. So. Ein bisschen Wasser übers Brot. Heiß, 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 heiß. Ein bisschen Wasser. So, Käsecan. Einmal die Käsecan, bitte. Regie. Danke. Zwei auf zwei. Let's go. Perfekt. So. Morgen sind 1, 2 und die erste Präsenzvorlesung. Uff. Uff. Warum trägst du Anzug, während du fettige Burger brätst? Naja. Damit die Burger auch ein bisschen Stil haben. Ne? Nein, ich habe mal Bock gehabt. Einmal Bock gehabt. Was ist dein Lieblingsfach? Mein Lieblingsfach war, was war euer Lieblingsfach? Schreibt mal gerne rein. Was war mein Lieblingsfach? Natürlich, wenn ich jetzt Sport sage, ist es sehr, sehr eintönig. Ich muss sagen, Sport war gar nicht so geil bei mir in der Schule. Bei mir war ohne Scheiß, ich glaube, auch wenn es richtig random anhört, Bio. Ich hatte in Bio asoziale Sechsen, ne? Also wirklich, ich hatte in Bio eine 4 oder 5. Ich war echt nicht gut in Bio. Aber in Klausuren, mündlich war ich eine Bombe. Ich hatte eine 2. Aber Bio war geil wegen meiner Lehrerin. Meine Lehrerin war eine ultra interessante Frau, Frau Zauner. Überinteressant. Mit der Frau konntest du wirklich richtig krass geile Gespräche führen über die menschlichen Körper, die Zellen und so. Sie hat dir das so geil erklärt, den menschlichen Mechanismus, wie wirklich dein Schwanz aufgebaut ist. Das war einfach geil. Also wirklich, mit der Frau zu reden war nice. Und klar, ich hatte jetzt nicht die besten Noten bei ihr, aber auch, es war einfach geil. Wirklich Real Talk. Es war richtig geile Stunden mit ihr. Mathe for real. Ach, Lügen da hinten. Bio und Deutsch. Passt schon. Deutsch und Englisch. Hab gerade scharf Chips gegessen. Jetzt esse ich Flammkuchen. Digga, du hast wirklich was vor heute, ne? Informatik, Mathe, Mathe. Alter, ich lese jetzt einmal Informatik, zwei Mathe hintereinander. Dann wieder Mathe von Fabi. Krass. Bekommen dieses Jahr die Killer-Clowns? Ich hoffe nicht, das wäre echt nervig. Schulschluss. Schulschluss ist ein gutes Fach. Ernährung und Kochen. Auch, also, wie ist das nochmal bei uns? Ja, es gab einen Begriff dafür, ich habe vergessen. Der war nice. Ich probiere so viele Punkte zusammen, dass ich mir ein Shirt aussuchen darf. Auch wild. Mein Talent, ich kann so viel essen, wie ich will. Das ist nicht schlecht. Kommt dieses Jahr die Killer-Clowns? Ich hoffe nicht, Digi. Ich hoffe nicht, Jakob. Die Killer-Clowns können meinen fetten, aber riesigen Arsch einmal richtig durchlecken. Ui, was haben wir hier? Eieiei. Das ist aber schön. Ach du Kacke, sieht das gut aus. Aua. Aber das sieht schon gut aus, ne? Puh. Hauswirtschaft, genau. Erdkunde. Erdkunde auch nicht schlecht. War ich hatte immer das andere. Es gab mehr Erdkunde noch was anderes zur Auswahl. Boah, das sieht so geil aus, ne? Heilige Mutter Maria. Die Käsecam gefällt mir. Die Käsecam ist lecker, Digga. Die Käsecam ist wirklich sehr lecker. So. Der Käse ist jetzt unten, aber... Ich packe jetzt schnell noch unsere Burger-Buns drauf, die schön mit Fett sich vollsaugen. Mmh, das wird lecker. Es gibt schon die ersten Sichtungen in Deutschland und Amerika. Ach, das wäre so nervig, Digga. Wieder Quatsch schon wieder. Das wäre echt nervig. Kunst ist auch wild. Komm auf an, wenn man zeichnen kann und halbwegs Talent hat, dann ja. Ich war leider in Kunst eine Null. Es gab zum Glück allerdings Musik auch zur Auswahl. Man konnte Kunst oder Musik nehmen. Ich habe Kunst direkt abgewählt, direkt Musik. Musik, bisschen lalala, und da hat man Noten gehabt. Einmal musste ich auch Noten lernen, schreien, das war kacke, aber sonst war nice. Wenn ihr Französisch wählen könnt, macht es nicht. Ja, macht es nicht. Also außer ihr könnt das wirklich. Ich habe Spanisch genommen, war entspannter. Französisch fand ich schon echt. Ist eine schöne Sprache, aber eine schwere Sprache. Ne? Das fängt ja gleich an zu laufen. Warum sprichst du zum Beispiel immer über Schwänze? Ja, weil ich gerne Schwänze in meinem Mund hätte, deswegen. Weißt du, was mit WhatsApp da los? Das klappt nicht. Ja, aber ist irgendwie down, ne? Die Server sind anscheinend irgendwie down. Kann ja auch mal passieren. Musik ist mein Albtraum. Alter, ich find Musik voll geil. Musik ist super entspannt, Digga. Also bei mir, ich hatte Musik, ehrlich, das war nur singen, bisschen tralala, bisschen Instrumente und jetzt deine Noten, Digga. Das war halt einfach super entspannt. Mach mal ein Restaurant auf. Wenn's so einfach wäre, Bro. Wenn's so einfach wäre. So ein Restaurant aufzumachen ist die Hölle, Alter. Und das will ich auch gar nicht. Aber, ja, oh, Digga, die müssen noch ein bisschen, die sind viel zu billig. Die müssen noch ein bisschen sich fett vollsaugen hier. So. Musik war auch nice, stimmt. Ich fand Musik auch sehr nice. Französisches Manifu. Bei mir Schule hat angefangen heute. Tschüss, ich habe aber lange Ferien gehabt. Ich mag Kunst nur, weil ich ins Handy dürfen. Nee, das darf man so Glück, das aber nicht. Ich durfte nie ans Handy, Digga. Einmal Handy, dann so Handy weg. Nach der Schule dürft ihr es abholen. Wir haben Musik, einen Lehrer, der nicht checkt, deswegen bockt es. Ja, ich fühle es. Ich habe Musik sehr gelaut. Wir hatten einen geilen Musiklehrer. War schon da? Ich will mal lesen. Wir hatten einen geilen Musiklehrer, der war Pole. Und der hat plötzlich immer dein Portemonnaie weg. Der war Pole und ging richtig ab. Ja, geil. Ne? Ist doch nice, wenn auch ein Lehrer seinen Job liebt. Ich kenne echt wenig
ich kenne wenig Lehrer, die ihren Job da so wirklich mit Herzblut gemacht haben. Wenn du eins in Deutschland aufmachen würdest, hättest du, glaube ich, guten Umsatz. Kann sein, ne? Also Real Talk, ohne Scheiß, ich könnte sein, wenn ich ein Restaurant aufmache, dass die Leute da sagen, oh geil, Evanjo und dann, kann sein, ne? Weil das ist ja auch passend. Guck mal, ein Musiker bringt Musik wie raus und die Leute, oh geil, und Evanjo, der Fettsack, bringt Essen raus und sagen die Leute vielleicht auch, oh nice. Aber Digga, ein Restaurant zu führen, die Kosten, der Umsatz, es ist alles Abfuck. Also du musst erstmal einen Raum finden, den du mieten kannst. Da musst du erstmal aufpolieren, bla 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 bla, die ganze Gruppe rum. Da musst du Leute finden, die für dich arbeiten. Da musst du immer Essen organisieren, alle Stoffe. Es ist einfach nur Müll. Von vorne bis hinten. Also wenn man Bock drauf hat, gerne, aber ich mache, Alter, diesen Kopf gebe ich mir auf gar keinen Fall. Außer vielleicht irgendwann, wenn mit YouTube nicht mehr läuft. War mein Laden, ich war so schlecht. War mein Latein, ich war so schlecht. Oh, das war ich nie zum Glück. Tu deinen Stream schauen und schau mir den bei Conjuring an. Alter, Digga, du willst aber auch wissen, ne? Aber von gut zu gruselig. Unser Spanischer hat auch für ein Fach gelebt und wollte es einem wirklich bringen. Das ist aber nice. Das ist wirklich nice. Ich glaube sogar, Leute, ich habe damals Spanisch gehabt, 4 Jahre lang, und ich kann gefühlt heute nur noch so como estás, me llamo Evanjo, hola, qué tal. Also ich kann echt nur so ganz paar Sätze so. Weil ich glaube, wenn du eine Sprache wirklich lernen willst, dann kann das natürlich klappen in der Schule, aber ich konnte es nicht lernen in der Schule. Ich glaube ehrlich, ich könnte eine Sprache besser lernen, jetzt so nach der Schule, weil ich auch Bock drauf habe und weil ich auch vielleicht ein bisschen mehr die Zeit habe. Aber in der Schule war das immer so gezwungen, weißt du, weil ich musste Spanisch lernen und ich musste eine Klausur drüber schreiben. Und wenn ich verschissen habe, dann war ich natürlich noch demotiviert und so. Das habe ich immer sehr abgefuckt. Okay. Wie sehen die Burger aus? Verbrannt oder nicht verbrannt? Verbrannt oder nicht verbrannt? Ah! Heiß. Nicht verbrannt, hoffentlich. Die Brötchen sind nicht verbrannt. Oh, ja, knusprig. Ist das schon verbrannt für euch oder okay? Würdet ihr sagen, ist okay oder verbrannt? Ist doch okay, oder? Japanisch ist eine Megasprache, ultra. Ich finde sie gut aus, scheiß drauf. Oder was sagt ihr im Chat? Okay. So fertige Buns möchte ich auch nicht mal umsonst. Ja, Digga, dann leck meinen Arsch hier. Da geht dir was, aber nicht mir. Das sind geile Buns. So viel schreibt ihr. Grenzwertig, nicht Krebs genug. Fettsäcke, schon verbrannt. Ach komm schon, gönnt doch mal, ihr Fettsäcke. Aber ich muss sagen, ich enjoy, jetzt mache ich hier die englischen Wörter hier, echt sehr mit euch immer über solche Themen zu reden. Also einfach mal random Zeug. Weil das Coole ist ja, hier treffen immer ganz, ganz verschiedene, viele Schweine aufeinander. Und ihr alle habt ja irgendwie ein anderes Leben als der andere oder als ich. Und dann finde ich es immer sehr interessant, eure Meinung zu hören. Bisschen Küsse, ne? Küsse. Oh, scheiße, Kamera ist ausgefallen. Shit. Die Kamera ist rausgefallen. Moment, Leute. Moment. Moment. So, jetzt geht die Kamera wieder. Moment, ich muss euch kurz hoch machen. Also die zweite Kamera ging noch. Die erste, die große Kamera mache ich jetzt wieder ran. Okay. Moment. So, da ist die Kamera. Jetzt machen wir den Burger hier fertig. Jetzt müssen wir den Burger ja schön stapeln, mit allen Soßen, mit allem drum und dran. Ich sag euch, es ist gar nicht mal so ein spezieller Burger. Aber ich bin gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Ich mache mal ein bisschen Platz frei. Alter, Cymex, hör auf, mich zu überraschen. Ich habe jedes Mal einen Schock, wenn ich den sehe, Alter. So. Okay, Moment, ich mache mal ein bisschen Platz für euch. Damit ihr auch hier schön Platz habt. So. Heiß. So. Fokus online. Okay, Moment. Fokus. So, okay. Also, ihr fetten Säcke. Ich entscheide mich für eine Knoblauchsoße. Ich weiß, jetzt gehen die Geister auseinander und die Fettsäcke streiten sich. Aber ich mag super gerne Knoblauchsoße auf meinem Essen. Ich mag das sehr gerne. Ich hoffe, ihr hasst mich nicht, aber ich mag Knoblauchsoße auf meinen Burger sehr, sehr gerne. Wenn sie dezent ist, also nicht zu doll. So ein bisschen Knobi, weißt ihr? Deswegen mache ich da so ein bisschen Knobi gerade drauf. Na, damit es auch nicht zu doll ist. Na, viele schreiben ja, einige schreiben auch na. Keine Schokosoße. Also kann auch eklig sein. Aber die ist geil. Die ist wirklich geil. Zwiebeln! Oh, Zwiebeln! Oh, fuck! Ich habe Zwiebeln vergessen. Ach, shit, Digga. Scheiße. Ach, scheiße, ich brauch Zwiebeln. Oh, no. Shit, ich brauch Zwiebeln. Moment, ich mach kurz eine Zwiebel, Freddy. Zum Glück hat einer in den Chat geschrieben. Ich brauch Zwiebeln, Alter.
Das geht ja nicht. Ich kann doch nicht einfach einen Burger machen ohne Zwiebeln. What the fuck? Das geht gar nicht. Also, dass einige mit Tomaten ihren Burger essen, ist verwirrend. Aber ohne Zwiebeln ist eine Sünde. Also, man braucht Zwiebeln auf einen fucking Burger. Deswegen mache ich schnell eine Zwiebel ready. Hier, zack, zack, zack. Oh, und zack. Und zack. Weg, weg. Ah, ich hasse Zwiebeln schneiden, ne? Da gibt es so eine Technik, die mir Max mal beigebracht hat, aber ich krieg die irgendwie nicht hin. Irgendwie Hälfte, dann machst du so eine Kralle, dann machst du immer so leicht nur rein, also nicht komplett, immer so leicht. Irgendwie nicht komplett durchschneiden, meinte er irgendwie immer. Und, na, verschissen. Und dann einmal komplett schneiden oder so. Und dann irgendwie so. Oh, ist gar nicht mal so eine schlechte Technik, hä? Die gehen ja wirklich auseinander. Wow, danke, Max. Ah, verschissen. Ja, da scheitert's dann wieder, ne? Dann scheitert's. So, die Patties sind so verloren aus. Was? Die sind doch voll nice. What the fuck, hä? Ich finde die gut. So, ich muss kurz die Zwiebeln schnell schneiden. Ich beeile mich, Leute. Ich beeile mich. Damit wir noch schöne, leckere Burger kriegen. So, perfekt. Passt, passt, passt. Bisschen groß. Was soll's. Jeder liebt doch große Dinger. So, bisschen niedrig seid ihr. Könnt ihr mal ein bisschen hochkommen? Danke, ihr Fettos. Ich habe die Pfanne auch angelassen, nicht Dummkopf. Aber okay, ist ja egal. Ich muss eh Zwiebeln noch machen. Dem passt das. Okay. So. Ananas nicht vergessen. Können wir bitte einmal im Chat klären, dass keiner Ananas auf seinen Burger macht? Bitte, 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 bitte. Bitte lese ich jetzt nicht im Chat, dass ihr schreibt, ihr mögt Ananas auf Burger. Ich wäre so gefickt, wenn ihr das reinschreibt, ne? Das könnt ihr mir nicht verarschen. Oh, bitte, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht im Chat nicht, dass ihr Ananas auf Burger mögt. Doch, klar. Ihr wollt mich doch nur triggern, Alter. Nee, nee, nee. Nee, nee, gut. Gut, dass da einige Nein schreiben. Meine Schwester liebt so. Also nicht du. Wie läuft's? Mag ihr noch Kontakt? Ja, Marki hat noch Kontakt. Apfelburger ist Baba. Eigentlich würde ich jetzt sagen, fick dich, aber ich habe mal in meinem Fettsack frisst Dorfler Video einen Burger mit karamellisierten Apfel drauf gegessen. Das war sehr lecker. Aber wieso keine? Ja, Digga, weil Ananas auf dem Burger man nicht macht. Guck mal, es gibt verwirrte Menschen, die sagen Ananas-Pizza. Gut, komm, sei gegönnt so, ne? Aber, Digga, fucking Ananas auf dem Burger, lecker mein Arsch, Alter. So weit kommt's noch, Mann. So. Okay. Ananas auf allem. Leck mich! Komm, leck mich. Da war laut Unge, beziehungsweise kein Dorf. Ja, das kann mich Unge am Arsch lecken. Nein, ich weiß, so im Nachhinein weiß ich, es ein Kleinstadt war, aber ich dachte, es ist ein Dorf und passt. Die Knobisoße von Heinz, die du da hast, ist nicht dezent. Nimm wenig davon. Okay, mach ich deinem da. Mach ich deinem da, nehme ich nicht so viel. Tu mehr Käse. Na, chill. Ich habe jetzt nur drei. An sich hast du recht, mehr Käse ist immer gut, ne? Aber ich will ein bisschen simplen Burger haben. Deswegen ein bisschen simpler euch zeigen. Da streiten sich die Geister. Okay, jetzt brauche ich mal eure Frage. Ihr habt schon vielleicht gemerkt, ich habe hier keinen Salat. Ich weiß, was sagt ihr? Eisbergsalat auf Burger Pflicht oder nicht? Es ist irgendwie eine schwierige Entscheidung. Ich mache es gerne mal drauf, aber irgendwie, ich schwöre es euch, es ist gar nicht so nötig, so einen Eisbergsalat drauf zu machen. Aber ich kann voll verstehen, wenn ihr Ja sagt. Also schreiben Ja. Aber irgendwie, ich muss ehrlich sagen, ich gehe mit der Meinung, muss nicht unbedingt sein. Also ist keine Pflicht meiner Meinung nach. Aber ist gut. Kommt drauf an, irgendwie bei den Burger, die ich euch zeige, da braucht es das gar nicht. Aber ich habe schon die viele schreiben, ja. Wenn ich aber richtigen Burger und anders mache, dann mit mehr Käse als Fleisch. Ja, sehr gut, Romy. Muss nicht unbedingt sein, Eisberg geht auch andere. Ja, finde ich gut. Finde ich gut, aber eigentlich sagst du mit Salat. Aber irgendwie Salat ist was Gutes und finde ich auch nice. Aber irgendwie, Crackhead. Alles Gesunde weg. Alles Gesunde weg damit. Eher lieber das Sakko anziehen, ne? Ich muss sagen, in diesem Sakko fühle ich mich sehr reich. Wisst ihr, irgendwann mache ich einen Stream für euch, wo ich einen Anzug habe. Ich habe leider keinen Anzug, ne? Ey, es gibt Menschen, die haben einfach einen Anzug zu Hause. Habt ihr auch einen Anzug? Warum haben die Menschen Anzüge? What the fuck? Ich hätte auch gern Anzug, aber ich habe keinen. Ich habe nur so einen Sakko. Aber so ein Anzug, so richtig mit Krawatte und so. Boah, das wäre ein geiler Stream, Digga. Kochen mit Anzug, oh, das wäre wild. Aber ich habe leider keinen. Ja, hä, hat Style. Ja, ich wünschte, Rom, ich hätte einen. Aber hab leider keinen. Hab nur Jones. Nee. Nee. Pest auf Burger, muss man probieren. Hab ich mal gegessen, war ganz geil eigentlich. Also, kann auch natürlich auch kacke sein. Kommt auch, wenn man ihn macht, ne? So, wenn ich ihn mache, ist er nicht so lecker. Mein Hochzeitsanzug. Ja gut, so vielleicht.
Nein, wär's so edel. Ey, ich hol mir mal einen Anzug, Leute. Nur für den Stream. Dann machen wir so. Komm nach dem Stream zum Vögeln vorbei. Da ist leider keine Zeit mehr da, ne? Aber es findest du bestimmt im Chat. Hab nur Joker und Hoodies. Joggies und Hoodies. Das fühle ich. Ich hab auch eine Jeans nur. Sicherheitshalber, ne? Weil fliegst du nochmal Darrows. Wenn mein Führerschein Darrows ist, geh zu Carshot. Da gibt's gute Anzüge im Set und nicht teuer. Das Personal hält auf da. Das Ding ist, Carshot ist leider pleite gegangen in Hamburg. Ich weiß nicht, überall, aber in Hamburg ist Carshot leider pleite gegangen. Sehr, sehr sad. Okay, Zwiebeln sind fertig, ihr fetten Schweine. Das heißt. Oh, ich mach erstmal hier Temperatur runter. Zwiebeln. So, jetzt können wir in Ruhe den Burger machen. Okay. Sehr, sehr geil. Ne, karamellisierte Zwiebeln sind auch super nice, da bin ich aber gerade zu schlecht für. Ja, schau, wir haben noch ein Carshot, das ist jetzt Galeria. Ach, Galeria, jetzt nicht mehr Galeria Kaufhof, ne? Auch sehr interessant. Ja, geh erstmal pissen, Garlic Knight. Geh erstmal pissen. Bei uns sind hier ist Carshot mit Galerie Kaufhof zusammengegangen. Auch nice. Auch nice. Ungesagt, mach Tomaten drauf. Nein, ungesagt, das machen sie ja nicht. Ist doch schon alles kalt, außer die Zwiebeln. Ach. Alles lecker, alles lecker. Alles lecker, sag ich dir. Alles lecker. Alles lecker, Schmecker. So. Okay. Also. Ich präsentiere euch meinen Lieblingsburger. Wie sieht der aus? Also. Ich nehme natürlich erstmal ein Brot. Ne? Ganz klassisch. Und ich nehme eine Knoblauchsoße. Auch wenn es sehr komisch ist. Aber ich weiß nicht, Knoblauch ist einfach ein unfassbar geiler Scheiß. Ich probiere nicht zu viel zu nehmen, weil es soll auch nicht zu doll werden. Ne? Dann vermische ich das alles. Aber ganz entspannt. Ne? Mit einem Löffel. Einem Löffel, aber nicht. Ich glaube, ich mache ein bisschen mehr, damit es auch ein bisschen noch geiler wird, ne? So, damit es auch ein bisschen knoblauchiger wird, ne? Die Soße ein bisschen intensiv, deswegen will ich auch nicht übertreiben, hat auch Daimler mir geraten. So, mit einem Löffel schön. Okay, was kommt jetzt? Jetzt kommt die erste schöne Bulette zum Einsatz, die ich hier rüber mache. Dann haben wir eine Bulette drauf, auf ganz entspannt. Dann nehme ich mir ein paar Zwiebelchen. Das nehmen wir nicht. Ja, ein bisschen Zwiebelchen. Zwiebelchen, immer unfassbar gut. Jetzt mache ich was einige wahrscheinlich absolut krank finden werden. Aber das mache ich gleich. Weil jetzt würde ich theoretisch noch eine Bulette rauf tun. Aber, jetzt kommt meine Special-Soße zum Einsatz, ne? Moment. Und zwar, ich mag ja scharf, wisst ihr? Und es gibt eine Soße, die ist ein bisschen scharf, zwar die Sriracha-Soße. Und ich würde die ganz gern rauf machen, ein bisschen. Nur ein bisschen, nicht viel, ganz wenig. Nur für den leichten Schärfekick. Ich krieg die gerade nicht auf, Digga. Moment, ich muss kurz die Scheiße hier aufkriegen. Um die gerade aufzukriegen. Digi. Ey, ich bin wirklich von allen guten Geistern fett. Alter. Ah, jetzt, okay. Okay, ich hab's. Okay. Aber nicht viel, nur ein ganz bisschen für den ganz leichten Schärfekick. Und er darf auch nicht zu scharf sein. Jetzt auf dem Burger, zack, und jetzt kommt die geheime Schweinezutat für ein bisschen leckeren Knack. Wisst ihr? Damit es halt noch ein bisschen knackiger ist, aber ein leckerer Geschmack. Damit der Burger in deinem Mund so richtig knispert, ne? Moment, ich muss aufmachen. Ihr werdet die Geheimzutat vielleicht schon kennen. Die gibt's auch gerne mal auf einem sehr beliebten Gericht. Moment. Alter, ich hab ja wirklich einen Arsch. Wirklich, wie kann das denn nicht aufgehen, du Wichser? Aber ich fetz mich gleich mit diesem Ding hier. Nein. Jetzt komm. Oh, das gezogen. Aber gut, fick dich. Okay. Also, man kann es auch gerne roh essen. Aber ich schwör's euch, ne? Für den richtig geilen Knack. So ein bisschen Röstzwiebeln, ne? Jeder liebt Röstzwiebeln. Ich schwör's euch. Hammer. Dann ein bisschen Sriracha aufs Brot von oben. Und ihr seht das gar nicht. Ne, und dann ein bisschen hier und auf den
Burger. Und dieser Burger, da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, der sieht fucking geil aus. Okay, das wird ein sehr leckerer Burger. Ich packe euch jetzt mal kurz nach oben. Ah, oh, Moment. Die Leute schreiben, ich krieg endlich mal Props von euch. Endlich mal Props, dass die Leute sagen, ist ein geiler Burger. Ey, das habt ihr lange nicht. Krieg ich selten von euch gehört. Krieg ich selten von euch gehört, was das lecker bei mir aussieht. Okay. Alter, der Burger sieht echt gut aus. Das muss ich mir mal selber lassen. Ho. Kurz Thumbnail gemacht. Obwohl, kann man den hochheben? Ja, kann man. Okay, dann mache ich noch schnell Thumbnail für YouTube. Fokussier, du Fotze. So. Okay, perfekt. So, jetzt probieren wir die Scheiße. Okay. Oh Gott. Ich hoffe, es wird schmecken, Alter. Es ist sehr groß. Ne? Es ist schwer zu essen, wirklich. Es ist sehr schwer zu essen. Mann. Die Röstzwiebeln geben dieses leckere Knuspergefühl. Das Fleisch ist echt gut gewürzt. Käse hätte mehr sein können. Zwiebelnhammer. Nur Brot. Bisschen zu hart, aber selber schuld. Aber sonst an sich ein simpler Burger. Nicht schwer zu machen. Und einfach lecker. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Oh. Ihr Fettsäcke. Ich hoffe, ihr wurdet zufriedengestellt. Ich habe gehört, WhatsApp funktioniert wieder. Funktioniert WhatsApp wieder? Oh, keine Chats. Ja, sorry. Ich kann WhatsApp nicht nachgucken, weil ich leider keine Freunde habe, die mir schreiben. Und Instagram geht bei mir auch nicht. Ich dachte, ich habe Freunde, aber leider nicht. Nee, geht immer noch nicht. Okay, Leute. WhatsApp geht nicht, Insta geht immer noch nicht, aber was soll's. Hoffentlich sehen wir uns dann trotzdem morgen bei einem neuen Stream wieder, ne? Das geht aber, Twitch geht. Also morgen, neuer Stream, da darf ich euch nicht verpassen. Ne, nicht verpassen, ihr Fettsäcke, wenn ihr Bock habt. Na, morgen machen wir wieder einen Stream. Da hat Bacon gefehlt. Ja, könnte man noch upgraden. Wie ihr Bock habt. Moment mal, kein Nachtisch? Romy, wir müssen nicht alles im Stream zeigen, ne? Leute, danke, dass ihr am Start wart. Ich hoffe, das Stream hat euch trotzdem Spaß gemacht. Zwei leckere Stunden haben wir miteinander verbracht. Morgen auch wieder ein leckerer Stream. Ich danke, dass ihr am Start wart. Küsse euch. Küsse euch. War doch ein nicer Stream, Digga. Ganz ehrlich, ich bin zufrieden. Boah, ich schwitze hier aber. Alter. Boah, das hättet ihr nicht hören sollen, ihr Fettsäcke. Hören müssen, ne? Küsse euch, Leute. Haut rein. Tomaten fehlen. Alter, leck meinen Arsch hier. Hier gibt's keine Tomaten hier.